zugeschaltet. Von daher, mein Name ist Winfried Weber. Hallo zu unserem zweiten Forum heute, Forum 5, Purpose-getriebene Strategieentwicklung. Ich darf Sie sehr herzlich dazu begrüßen. Wir hatten ja gestern schon bei unserem Young Professionals Tag ein vergleichbares Thema, allerdings aus einer etwas anderen Perspektive, insbesondere auch natürlich durch die wissenschaftliche Perspektive von Nicole Steller von der Universität Herdecke, die ihre Promotion über das Thema Purpose macht an der Uni. Und ihr Titel gestern war Purpose with or without Profit, hat über ihre empirische Studie berichtet, hat Corporate Purpose Officers befragt von insbesondere Konzernen. Das war eine sehr lebendige und vielleicht manchmal sogar etwas aufgeladene Diskussion. Also war richtig toll gestern. Neben mir steht gerade der Achim Kühn, der gestern auch dabei war. Insofern haben wir schon gemeinsam letztendlich die Diskussion von dem Purpose-Begriff gestern gemeinsam erleben dürfen. Und heute freuen wir uns drauf, eben mit Simon Aschermann. Wir freuen uns drauf mit Herrn Simon Aschermann von Globe One in Köln und neben mir Achim Kühn, ein Berater für die Markenentwicklung, das Thema Purpose nochmal ganz anders zu beleuchten wie gestern, im Hinblick eben auf eine purpose-getriebene Strategieentwicklung. Also heute ist unser Strategietag. Markus Klifken gerade eben mit seinem Forum und nachher noch Herr von Penz von John Deere zu Strategiethemen, also insofern Purpose heute mit Herrn Aschermann und Herrn Kühn bezüglich strategischer Fragen. Ich sage mal eben ein paar Worte zu Ihnen, Herr Aschermann, und zu Ihnen, Herr Kühn. Herr Aschermann ist Managing Partner von Globe One GmbH eben in Köln. In Zürich und Shanghai haben Sie noch weitere Standorte. Sie machen Beratung im Kontext von Transformation, von Purpose und Nachhaltigkeit für Konzerne, Familienunternehmen. Und Globe One gibt mehrere Studien heraus, zum Beispiel den Purpose Readiness Index, der auch in den Medien immer wieder auf Resonanz stößt. Und indem sie die Glaubwürdigkeit deutscher, aber auch schweizerischer Unternehmen bezüglich ihres Sinns und ihres positiven Beitrags für die Gesellschaft untersuchen und das Markenimage letztendlich damit ja auch in der Öffentlichkeit vorstellen und bewerten können. Insgesamt haben Sie bei Ihrem Studien schon über 100 Marken erforschen und bewerten können. Achim Kühn war 24 Jahre lang verantwortlich für die Markenentwicklung eines Maschinenbaukonzerns und Familienunternehmens, eines Hidden Champions. Er ist Berater für Backstage-Choreografie. Man, das ist schon fast ein Zungenbrecher. Sie müssen uns nachher noch erklären, wie Sie das verstehen. Ja. Und berät Unternehmer und Eigentümerinnen zu Markenentwicklung, Reputationsarbeit und erarbeitet Konzepte für Nachfolgeregelungen und Nachhaltigkeitsfragen. Ja, so viel vielleicht zu unseren beiden, unserem Referenzen und unserem zweiten Referenten neben mir. Worauf wir uns jetzt wirklich freuen dürfen, Sie zu den aktuellen Studienergebnissen von Globe One zunächst mal zu messbaren Initiativen zur Purpose-Entwicklung von Unternehmen und den vielen Erfahrungen von Herrn Aschermann, die er uns gleich mit uns teilen wird. Und zum anderen gleich eben auf die Hands-on-Erfahrungen von Ihnen, Herr Kühn, wie in Hidden Champions strategisch vorgegangen wird und welche Rolle das Purpose-Konzept dabei spielt. Also insofern der Blick vergleichsweise zu gestern mit einer anderen Konnotation. Und insofern ist natürlich für uns auch wichtig, was Sie an Ideen, Gedanken mit reinbringen. Benutzen Sie bitte den Chat. Wir haben hier nur 1,5 Stunden, von daher würden wir jetzt andere Softwaremöglichkeiten jetzt an Betracht der Kürze der Zeit jetzt eher nicht machen. Aber wenn Sie in den Chat reinschreiben, dann können wir gleich im Anschluss an das Gespräch zu dritt Sie mit ins Boot holen
und entsprechend dann natürlich auch in der letzten halben Stunde etwa direkte Fragen und Diskussionen mit Ihnen zusammen haben. Also wir freuen uns sehr, Hermann Doppler, ich und Markus Klifken von der Peter Drucker Society haben diesen Tag gemeinsam vorbereitet. Freuen uns sehr. Vielen herzlichen Dank, Herr Aschermann, dass Sie sich die Zeit nehmen und Ihre wertvolle Zeit uns schenken. Und insbesondere natürlich auch Sehr gerne. Herr Kühn neben mir, der jetzt sogar 2 Stunden aus dem Ja. Rheintal hier ins Zentrum von Baden-Württemberg, südlich von Stuttgart, gefahren ist. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie Sehr da gerne, sind. Dankeschön. Okay, dann übergebe ich jetzt weiter an Herrn Aschermann und wir freuen uns auf Ihren Input. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Professor Weber. Die Freude ist natürlich auch ganz meinerseits. Ich habe mich jetzt im Laufe der letzten Jahre schon auch viel zu dem Thema Purpose-getriebene Positionierung, Strategieentwicklung und dergleichen mehr ausgetauscht. Aber freue mich jetzt nochmal auch besonders hier zu sein, weil, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, hier nochmal ganz andere Perspektiven auch da reinkommen. Und deswegen freue ich mich später auch auf den Austausch hier. So, also ich suche parallel jetzt hier nach der Präsentation, um die einmal aufzuwerfen. Hier ist er. Gibt es hier mal frei. Einmal die Frage in die Runde ist gut sichtbar, oder? Ja. Wunderbar. Also, was ich hier heute einmal mitgebracht habe, und ich habe jetzt hier dezidiert auch den Standpunkt des Praktikers, ist sozusagen ein Querschnitt aus der eigenen Erfahrung, eigenen Beratungserfahrung, die wir hier über die letzten Jahre mit aufgebaut haben. Wir haben das Thema Purpose im Prinzip in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wo wir hauptsächlich unterwegs sind, seit 2015, 2016 stark und verfolgt und stark aufgebaut über verschiedene Studien und White Papers zu dem Thema. Lange noch, bevor das dann auch sozusagen der große Management-Trend geworden ist. Und am Anfang war uns auch nicht ganz klar, wo das Thema sich hinentwickeln wird. Sagen wir es mal so, es hat etwas Mühe auch gekostet, dem Gehör zu verschaffen. Und es ist ja bei weitem nicht so. Und ich glaube, das muss ich hier in der Runde auch nicht erzählen, dass das ein neues Thema ist. Aber ich glaube sozusagen, die Türen sozusagen, die Management-Räume dafür aufzubrechen und zu schauen, dass das da doch auch auf fruchtbaren Boden fällt, das hat etwas gedauert, aber wir haben dann in den letzten Jahren viel veranstaltet an Studien, an Papern. Der Purpose-Friendliness-Index wurde hier vorhin erwähnt, aus dem ich gerne etwas vorstellen möchte. Aber auch darüber hinaus haben wir eine ganze Reihe von Beobachtungen aus den letzten Jahren gemacht, die ich hier gerne auch einfach mal mitbringen möchte und zur Diskussion stellen möchte. Und das Ganze unter dem Titel eben Purpose, Leitstern oder Stolperstein, Erfolgsfaktoren einer purpose-getriebenen Positionierung. Weil wir natürlich in den letzten Jahren viele Unternehmen gesehen haben, denen es auf der einen Seite sehr gut gelungen ist. Wir haben aber auch zunehmend die Beobachtung, dass sich das ein oder andere Unternehmen relativ schwer damit tut, auch glaubwürdig einen Purpose zu leben. Und das umso mehr, je krisenhafter eigentlich das Umfeld am Ende des Tages wird. Ja, also man kann das fast schon so zusammenfassen, um es mal hier an der Stelle auch schon vorwegzunehmen, dass die ganzen Krisen, die wir derzeit beobachten, ob es jetzt die Kriege sind, ob es die Nachhaltigkeitskrisen sind, und dergleichen mehr, dass sich das alles im Prinzip zu einem echten Lackmustest auch für den Purpose im Unternehmen entwickelt hat. Und man sieht da durchaus das ein oder andere Unternehmen mittlerweile drüber straucheln. Und da möchte ich gerne darauf eingehen und zeigen, womit das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu tun hat. Als ich das erste Mal mit der Peter Drucker Society in Kontakt gekommen bin, Anfang dieses Jahres, bin ich über dieses wunderschöne Zitat hier auf der Website gestolpert. Unternehmen müssen mit den Menschen reden. Ich glaube, das hat an Aktualität nichts verloren. Ich glaube, das ist ein Grundsatz, der wichtiger ist als je zuvor. Und man kann das auch nochmal anders fassen mit Watzlawick, dem Kommunikationswissenschaftler, der gesagt hat, man kann ja nicht kommunizieren. Ich glaube, das gilt für Unternehmen erst recht, gerade in diesen Zeiten. Unternehmen können nicht kommunizieren. Jede unterlassene Kommunikation in diesen Tagen, in diesen Zeiten ist im Prinzip auch ein klares Signal an die ganz unterschiedlichen Anspruchsgruppen, ob jetzt die Mitarbeiter gemeint sind, ob das die Investoren sind, ob das die Öffentlichkeit sind, dass da vielleicht etwas doch im Argen liegt. Und das ist auch ein Stück weit die Perspektive, aus der ich mich hier nochmal nähere. Weil wir auch viele Unternehmen in der Öffentlichkeit positionieren, fand ich das einen ganz schönen Anknüpfungspunkt. Ich habe den Vortrag hier einmal entlang von 6 etwas zugespitzten Thesen strukturiert, die ich gerne einmal durchgehen möchte. Die erste: Purpose ist nur dann ein guter Leitstern, wenn er auch authentisch ist. Es ist also eine Frage der Glaubwürdigkeit, wo ich etwas zum Purpose-Value-Index erzählen möchte. Dann die zweite These: Im Jahrzehnt der Entscheidung ist ein Begriff, der neuerdings auch in der Politik viel benutzt wird, kann ich gleich nochmal zeigen, brauchen wir Orientierung.
Vision und Purpose können genau das vermitteln, wenn es denn gut angelegt ist. Sie können auch viel Verwirrung stiften, wenn es nicht so gut gemacht ist. Die dritte These, ohne mutige und transparente strategische Entscheidung bleibt am Ende alles eine Phrase. Also das Thema, ein Statement auf die Website packen, reicht nicht aus, sondern wir müssen das auch gut in der Strategie verankern, ist natürlich wichtig. Purpose ist nicht einfach ein Statement, es hilft auch die Transformation des Unternehmens erlebbar zu machen. Also Transformation wird, wenn man die innere Perspektive von Unternehmen hat, häufig gerne auch in Zahlen gemessen, was natürlich richtig und wichtig ist. Wir wollen die Profitabilität von Unternehmen überhaupt nicht in Frage stellen. Aber die Zahlen sind nicht das, was draußen in der Öffentlichkeit und bei den Anspruchsgruppen der Unternehmen eben ankommt und die Transformation erlebbar macht am Ende des Tages. Purpose ist die Basis für sinnstiftende Arbeit. Es ist aber trotzdem immer wieder auch erstaunlich, wie schnell die Mitarbeiter bei dem Thema eigentlich vergessen werden. Und dabei ist das eigentlich ein Hauptvehikel für dieses Thema. Und Purpose als Leitstern bewirkt noch keine Verhaltensänderung. Was wir feststellen, ist, dass da häufig auch falsche Erwartungen irgendwie kursieren nach dem Motto, na, wir haben uns jetzt ein Purpose-Konzept, ein schönes Purpose-Statement zugelegt und trotzdem geht eigentlich alles so weiter wie bisher. Naja, es ist am Ende des Tages eben auch ein Kulturthema und das ist da, glaube ich, in dem Kontext dann auch wichtig zu verstehen. Lassen Sie uns direkt reinspringen mit der ersten These. Purpose, eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und ich hatte das eben gerade gesagt, wir beobachten zunehmend Unternehmen, die auch über ihre hübschen Purpose-Konzepte stolpern. Ich habe hier einfach mal drei Beispiele mitgebracht, angefangen von Gillette, die sich sozusagen um das Männlichkeitsbild kümmern, mit ihren Rasierklingen. Sie können RWE nehmen, die sich vor etwas mehr als 2 Jahren über Nacht sozusagen einen neuen Anstrich gegeben haben. Gleichzeitig als noch auch die Demonstrationen im Hambacher Forst liefen, zum Kohleabbau und RWE sich dann sozusagen mit dem Purpose-Konzept Our Energy for a Sustainable Life positioniert hat, was dann in der FAZ entsprechend in peinliche Ökopropaganda resonierte. Oder nehmen Sie ein aktuelles Beispiel Rittersport im Kontext des Krieges in der Ukraine. Schreiben auf ihrer Website das Richtige tun, um richtig gute Schokolade zu machen, sind aber weiterhin im russischen Markt vertreten, ist der zweitgrößte Markt nach Deutschland für Rittersport und werden da entsprechend auch von allen Seiten angefeindet. Und Sie können diese Beispiele etlich fortführen. Ja? Schauen Sie, was die Deutsche Umwelthilfe gerade macht, die ist da sehr aktivistisch gerade unterwegs, verklagt das ein oder andere Unternehmen, angefangen mit Shell, Beiersdorf, auf irreführende Werbung, wenn es um das Thema CO2-Neutralität, Klimaneutralität und all diese Sachen geht. Also das Umfeld spitzt sich zu und in diesem Umfeld erweisen sich diese teilweise sehr, sehr fluffigen, schönen Konzepte für das ein oder andere Unternehmen dann tatsächlich auch als ein echter Stolperstein. Und das hat am Ende des Tages viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Wir haben, um dem Ganzen mal auch ein Stück weit auf den Grund zu gehen, schon auch vor diesem Krisenumfeld, den Purpose Readiness Index entwickelt. Das ist im Prinzip der Versuch, die Purpose-Glaubwürdigkeit von Unternehmen zu messen und ein Maß auch dafür zu finden, inwieweit die Öffentlichkeit, Investoren, Mitarbeiter und so weiter überhaupt bereit sind, den Unternehmen zuzuhören, wenn sie über ihren positiven Beitrag auch reden. Ja, stößt das überhaupt auf offene Ohren oder mündet das direkt in den großen Aufschrei? Wir haben das entlang dieser 5 Dimensionen hier gemacht. Also das Thema Nachhaltigkeit spielt dann natürlich eine wichtige Rolle, wenn wir über einen positiven Beitrag reden, über einen Purpose. Das Thema Authentizität und Ehrlichkeit darf natürlich da nicht zu kurz kommen. Das Thema Profitorientierung ist wichtig. Ja? Nicht, weil wir sagen, Unternehmen sollen nicht profitabel sein, aber sind Unternehmen übermäßig profitorientiert auf Kosten der Umwelt, der Gesellschaft, der Mitarbeiter und dergleichen mehr, ist ein wichtiger Faktor. Und das Thema Zukunftsfähigkeit. Wie zukunftsfähig werden Unternehmen wahrgenommen? Sind sie Teil des Problems mit einem veralteten Geschäftsmodell? Oder werden sie als Teil der Lösung wahrgenommen? Und das haben wir befragt. Mittlerweile haben wir fast 150 Unternehmen in der Studie drin, im Prinzip alle großen DAX- und MDAX-Unternehmen plus einige der großen nicht börsengelisteten Unternehmen, die es darüber hinaus noch gibt. Führen die Studie mittlerweile auch in der Schweiz durch, nicht ganz so groß, aber haben da auch alle wichtigsten Unternehmen drin. Und Sie sehen hier eben auf der rechten Seite dann das Ganze in so eine Art Ampellogik reingebracht. Der grüne Bereich, hellgrün, dunkelgrün, sind die Unternehmen, die eine besonders hohe Glaubwürdigkeit zum Thema Purpose, positiver Beitrag haben. Die Unternehmen, die dann gleich im gelben und im roten Feld landen, sind die, die da enorm Aufholbedarf haben, die sich sehr genau überlegen müssen, wenn sie mit einem Purpose-Konzept in die Öffentlichkeit gehen, was sie damit erreichen wollen und was vielleicht auch die Transformation am Ende des Tages dahinter ist. Ich habe das hier mal mitgebracht, das Ranking. 150 Unternehmen passen nicht auf eine Seite, es sind mittlerweile 3 Seiten. Sie sehen hier oben diesen QR-Code auch zum Download, wenn Sie das interessiert. Schauen Sie da gerne mal rein. Ich glaube,
können jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber ich möchte mal so ein paar Beobachtungen vielleicht hervorheben, die auch hier in der Runde interessant sind. Schauen Sie sich mal den dunkelgrünen Bereich an, die ersten 12 Unternehmen. Dann fällt auf, dass da im Grunde viel Einzelhandel vertreten ist, sowie einige Technologieunternehmen. Der auffälligste Befund aber, wenn wir über Purpose reden, und das hat uns wirklich dann auch überrascht, ist, wenn wir über diese Top 12 Unternehmen hier reden, die besonders glaubwürdig sind, das sind alles Unternehmen, bis auf ein einziges, die nicht börsengelistet sind. Das einzige börsengelistete Unternehmen, was da drin steckt, ist Siemens Healthineers, eine große deutsche Traditionsmarke, die auch eine entsprechende öffentliche Wahrnehmung hat. Der Rest sind entweder Unternehmen, die immer noch im Familienbesitz sind, die in Stiftungsbesitz sind, stiftungsgeführt sind oder eben genossenschaftlich organisiert sind. Also die teilweise auch schon qua der Art und Weise, wie sie organisiert sind, einen positiven Beitrag in ihren Statuten festgelegt haben. Und das zeigt einfach, wenn wir über das Thema Purpose, Glaubwürdigkeit und Positionierung auch mit Purpose reden, dass alle börsengelisteten Unternehmen da sich deutlich mehr strecken müssen als familiengeführte, stiftungsgeführte oder genossenschaftlich kooperierende Unternehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Befund, weil er vielleicht auch ein Stück weit zeigt, dass das Thema Purpose, wenn wir über die börsengelisteten Unternehmen reden, zu sehr vielleicht als Managementmode wahrgenommen wird, wo man mal mitlaufen muss und man eigentlich unterschätzt, wie ernst man das Thema betreiben muss, damit es einem am Ende des Tages nicht auf die Füße fällt. Sie sehen dann im Mittelfeld ist eine ganze Bandbreite an Technologieunternehmen vertreten, die dem einen oder anderen da sicherlich auch im Detail hier bekannter sind. Auch die Medien hier unten im Mittelfeld vertreten, die Automarken tummeln sich da zunehmend. Das ist jetzt die zweite Seite des Rankings. Es zieht sich hier so weiter fort. Und dann sehen Sie am unteren Ende jetzt taucht hier schon der gelbe Bereich auf. Und das ist dann auch so der Bereich, wo sich viel der Finanzbranche tummelt, die, glaube ich, seit jeher auch mit Vorurteilen zu kämpfen haben, die sie aber auch immer wieder, glaube ich, ein Stück weit auch sozusagen pflegen. Also wenn man jetzt an die Razzien denkt, die da auch in den vergangenen Zeiten stattgefunden haben, ist das ein Befund, der sich darüber sicherlich erklären lässt. Und Sie sehen dann hier eben auf der letzten Seite das untere Ende des Rankings im Prinzip Unternehmen, die zurzeit durch Krisen gehen oder die eben aufgrund ihres Geschäftsmodells in einer Art und Weise wahrgenommen werden, wo man sagt, naja, der positive Beitrag liegt da vielleicht für die Öffentlichkeit nicht unbedingt auf der Hand. Ja. Und die drei deutschen Wohnungskonzerne hier ganz unten natürlich und dann gefolgt von der Bild-Zeitung. Ja. Das ist jetzt mal hier so relativ abstrakt mit dieser einen Indexzahl festgehalten. Ich zeige Ihnen gerne mal, was dahinter auch steckt. Sie sehen das hier mal, den Erstplatzierten, Letztplatzierten mitgebracht, DN und die Bild-Zeitung. Und Sie sehen eben, wo da die Unterschiede sind, erhoben eben in der deutschen Öffentlichkeit, DM in allen fünf Dimensionen hinweg wirklich positiv wahrgenommen. Also wir haben hier die kritische Zustimmung gemessen, das heißt, je niedriger, umso besser. Und die Bild-Zeitung als Letztplatzierter entsprechend mit einem anderen Bild. Und wichtig zu verstehen ist, dass das jetzt hier nicht nur darum geht, die öffentliche Wahrnehmung zu beschreiben und zu sagen, okay, das ist schön, wenn wir so ein Statement oder so ein Konzept haben, sondern was dahinter steckt, ist im Prinzip auch der Befund, und das haben wir durch Metastudien herausgefunden, dass diese fünf purpose-relevanten Dimensionen ungefähr die Hälfte der öffentlichen Wahrnehmung mitbestimmen. Ja, also wenn Sie versuchen, eine Reputation, öffentliche Wahrnehmung zu modellieren, dann haben Sie auf der einen Seite ein Produkt, was für Ihre öffentlichen Wahrnehmungen bestimmt, Qualität, Preis, Leistung, all diese Sachen. Die andere Hälfte können wir im Prinzip auf diese fünf Dimensionen hier zurückführen. Und Sie sehen, dahinter steckt weitaus mehr als die Frage, ist das ein schönes Statement für die Webseite, sondern wenn man das ernsthaft betreibt, ist das am Ende für viele Unternehmen auch mittlerweile ein Business Case. Sie können es sich auch teilweise gar nicht mehr leisten, es anders zu machen. Und das ist wichtig zu verstehen, wenn wir darüber reden. Zweite These. Im Jahrzehnt der Entscheidung brauchen wir Orientierung. Vision und Purpose können genau das vermitteln oder auch eben nicht, wenn es nicht so gut gemacht ist. Wo kommt der Begriff Jahrzehnt der Entscheidung her? Ich bin vor einigen Tagen über dieses neue Buch gestolpert. Ich möchte hier gar keine Werbung machen für irgendwelche Politiker. Aber Sie sehen, das ist ein Titel dieses Buchs, den ich mir entlehnt habe, das Jahrzehnt der Entscheidung von Habeck und Lindner, die in diesem Sammelband CEOs führender deutscher Unternehmen zusammengebracht haben: Oda Müller, Rosenfeld von Schaeffler, Steilemann von Covestro und viele andere mehr, die sich darin geäußert haben zum Zustand der Transformation von Deutschland, wo muss es hingehen, wie kann das Ganze funktionieren.
Und ich habe hier mal einen Ausdruck von Stahlemann mitgebracht, der sagt, der größte Fehler besteht darin, aus Angst keine Entscheidung zu treffen. Wie beschleunigen wir Deutschlands Transformation? Wie stärken wir Deutschland und Europa als globalen wettbewerbsfähigen Industrie- und Technologiestandort? Mut machen, die Transformation Deutschlands als Chance zu begreifen. Im Schulterschluss müssen wir Verantwortung übernehmen und handeln. Also es geht erstmal auch darum, das Thema Purpose, positiver Beitrag von Unternehmen im größeren Kontext zu sehen. Und Sie sehen im Prinzip, es ist ein Jahrzehnt der Entscheidung, wo sich viel verändern wird, wo vielleicht auch nicht für alle Branchen, für alle Unternehmen gleichermaßen klar ist, wo die Reise am Ende des Tages hingeht oder wie gut das am Ende des Tages ausgehen wird. Aber trotzdem müssen Unternehmen ja in diesen Zeiten weiter operieren, Orientierung bieten, Entscheidungen auch treffen können. Ja, und das ist da, wo das Thema Purpose, Vision und dergleichen mehr, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle spielen kann, wenn es denn entsprechend gut gemacht ist. Und ich habe Ihnen das einmal hier mitgebracht, wie das alles zusammen funktionieren kann, weil wir häufig auch mit der Frage begegnet werden, naja, was ist überhaupt Purpose, was ist Vision, was ist Mission? Das sind Konzepte, die sich über die Jahrzehnte entwickelt haben. Das gibt es nicht erst seit gestern, Mission und Vision, jetzt kommt Purpose noch hinzu. Wo ist da überhaupt der Unterschied? Und wir haben das mal versucht, sozusagen in so einen ganz simplen Framework hier reinzubringen, mit dem wir hier arbeiten. Und Sie sehen das eben, dass sich das eigentlich relativ klar zuordnen lässt. Die Vision ist ein Zukunftszustand, der uns beantwortet, wohin das Unternehmen sich entwickeln möchte, was vielleicht ein Zielzustand in 10, 15 Jahren ist, der durchaus sehr ambitioniert ist. Die Mission beantwortet das Was des Unternehmens. Was macht das Unternehmen alltäglich? Was ist das Geschäftsmodell des Unternehmens? Ja? Und der Purpose beantwortet die Frage, warum gibt es das Unternehmen? Was ist ein positiver Beitrag? Und dieser Purpose ist häufig in vielen Visionen, wenn die kommuniziert werden, auch schon ein Stück weit angelegt, manchmal aber auch nicht. Und es hat sich eben gezeigt, auch um da auf verschiedene Bedürfnisse in der Öffentlichkeit unter Mitarbeitern reagieren zu können, dass es durchaus auch Sinn machen kann, das einfach nochmal stärker auch separat zu kommunizieren. Und dieses Gerüst, dieser Dreiklang kann helfen, Orientierung zu bieten und wird eben mit den Werten zusammen und der Strategie dann, wenn das sauber ausformuliert ist und aufeinander abgestimmt ist, kann das eben tatsächlich helfen, ein Unternehmen gut anzuleiten und eben auch dafür zu sorgen, dass es nicht nur Orientierung ist, sondern wenn wir an die Werte denken, alles, was unter den Werten am Unterbau noch steckt, auch dafür zu sorgen, dass es wirklich im Unternehmen tief verankert ist. Das ist jetzt hier relativ abstrakt, aber ich habe Ihnen hier einmal ein Beispiel mitgebracht, wie das auch zusammengehen kann, wenn man jetzt Purpose, Mission und Vision ausdefiniert, so wie wir das mal auch mit Schaeffler zusammen gemacht haben. Und Sie sehen eben hier der Purpose, we pioneer motion to advance how the world moves, das kürzeste dieser drei Statements. Relativ breit gefasst und das Statement sicherlich auch, was sich am meisten auch eignet, um gegenüber Zielgruppen zu kommunizieren, die jetzt vielleicht nicht Tag ein, Tag aus mit dem Unternehmen befasst sind, wo man einfach mal auch gut darstellen möchte, was macht das Unternehmen auf einer Ebene, die jeder sofort auch versteht. Die Mission, innovative, intelligente Komponentensysteme und Services zu liefern und zu entwickeln für nachhaltige Bewegung und Mobilität. Ist ein Konzept, was sich eher auf die Kunden auch bezieht. Sie sehen im Prinzip das Geschäftsmodell, die Produktkategorien da drin abgebildet. Und dann haben Sie hier die Vision, der führende Automobil- und Industriezulieferer zu sein, der durch Innovation, Agilität und Effizienz leitet. Und das ist ein Konzept, mit dem vor allem die Organisation geführt wird. Dahinter verbergen sich die strategischen Prioritäten. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was die breite Öffentlichkeit an dem Unternehmen interessiert, aber wenn Sie ein Unternehmen führen, trotzdem wichtig ist. Und das sauber aufeinander abgestimmt kann helfen, einer Organisation die Orientierung zu geben, die nötig ist, um sie vielleicht auch durch diese etwas unruhigeren Fahrwasser dann auch zu leiten. Wir haben uns im Rahmen der Studie, die ich vorhin erwähnt hatte, den Purpose Readiness Index, auch einmal so die Purpose-Konzepte der DAX- und MDAX-Unternehmen angeschaut. Mittlerweile 70% der Unternehmen kommunizieren so ein Konzept und haben das hier nochmal mitgebracht. Auch die Konzepte, die ja besonders gut in der Öffentlichkeit ankommen. Auch die Konzepte, die etwas weniger gut ankommen. Und Sie sehen das eben, die Konzepte, die besonders gut ankommen, sind Unternehmen, die viel in der Gesundheitsbranche unterwegs sind, also Siemens Healthineers, Fresenius, Sartorius oder eben andere Gebiete auch abdecken, die in der Öffentlichkeit ein gewisses Standing auch haben. Sie sehen auf der rechten Seite Konzepte von Hannover Re, RTL, die weniger gut ankommen. Ich lasse mal da jetzt Ihnen anheimgestellt beurteilen, warum das so ist, aber ich glaube, da spielen sicherlich auch verschiedene Faktoren eine Rolle, wie was ist auch die gewachsene Glaubwürdigkeit auf dem Feld und deckt sich das auch so mit der alltäglichen Erfahrung der Unternehmen hier am Ende des Tages.
Was nochmal wichtig ist, festzustellen, wenn ich glaubwürdig sein will, gibt es unterschiedliche Kriterien, die man da auch definitiv berücksichtigen muss. Klar, es gibt diese formellen Kriterien wie es muss klar sein, einprägsam und so weiter. Aber das Thema Glaubwürdigkeit und persönliche Relevanz wird total unterschätzt, wenn man über so etwas redet. Ja, und wir können es tatsächlich anhand der Zahlen nachvollziehen, dass die Statements und Konzepte, die in der Öffentlichkeit nicht gut ankommen, dass die in erster Linie vor allem Relevanz- und Glaubwürdigkeitsprobleme haben. Ja, also habe ich an meinen Zuhörern vorbeigearbeitet mit dem Konzept oder erzähle ich auf der einen Seite das und mache aber auf der anderen Seite in der strategischen Umsetzung was ganz anderes. Dass die Sensorik in der Öffentlichkeit relativ fein für und das erklärt ein Stück weit dann auch, warum manche besser oder schlechter abschneiden als andere. Lassen Sie uns weitergehen. Ohne mutige und transparente strategische Entscheidungen bleibt am Ende alles eine Phrase. Und das ist das, was wir eigentlich nicht wollen, Phrasendrescherei zu betreiben mit diesen Statements. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Und ich habe Ihnen hier einmal eine Fallstudie mitgebracht, die wir gar nicht selber begleitet haben, aber die ich hier auch nur wärmstens weiterempfehlen kann, sich das einmal anzuschauen, weil das wirklich ein sehr schöner, ein sehr starker Case ist, der, glaube ich, auch vom Harvard Business Review mittlerweile als einer der Top 20 Transformationscases mitgelistet wird. Das ist Ørsted, die sich ja von Danish Oil and Gas dann weiterentwickelt haben zu diesem Unternehmen, was erneuerbare Energien nach vorne treiben will. Und Sie sehen das hier mal so abgebildet im Prinzip der Aktienkurs. Das ist ein Unternehmen, was 2008 eine ziemlich mutige Entscheidung getroffen hat und im Prinzip diesen Purpose, creating a world that runs entirely on green energy, dann auch mit einer ziemlich starken Strategie unterlegt hat. Die haben damals die Entscheidung getroffen, dass die ihr Geschäftsmodell, was im Prinzip diese 85-15-Formel hatte, 85% fossile Energien, 15% anderweitige Energien, dass sie es komplett auf den Kopf stellen wollen innerhalb von 10, 15 Jahren und dahin gehen wollen, dass sie sagen, 85% erneuerbare Energien und der Rest anderweitig. Und Sie sehen, Creating a World that runs entirely on green energy ist so ein Statement, ein Konzept, das klingt schön, aber hätten die nicht diesen mutigen strategischen Shift auch gleichzeitig mit hingelegt, wäre das absolut unglaubwürdig gewesen. Und Sie sehen eben, wenn man mit solchen Konzepten rausgeht und da auch relativ vollmundig rausgeht, muss man tatsächlich direkt auch mitdenken, was bedeutet das für die Strategie des Unternehmens. Ja, und es ist mittlerweile ein Unternehmen, was dann 2017 sogar entschieden hat, die Nutzung von Kohle bis 2023 auf ein mindestens kleines Restmaß zu reduzieren und was da auch in der Implementierung ziemlich gut unterwegs ist. Und ich habe das Beispiel auch deshalb mitgebracht, weil man von denen noch etwas anderes lernen kann. Es ist nicht nur wichtig, sozusagen für die Strategie die ein, zwei, drei mutigen Entscheidungen zu definieren und die dann auch umzusetzen, sondern es ist dann gleichermaßen auch wichtig, das Ganze ziemlich transparent auch zu reporten. Und auch da ist Ørsted ein Beispiel, denen das wirklich auf vorbildliche Art und Weise gelingt, die das sehr transparent gemacht haben, wie sie ihre Strategie ausformuliert haben, entlang von 19 Programmen, die wirklich ganzheitlich das Thema Geschäftsentwicklung berücksichtigen, Nachhaltigkeit berücksichtigen, auch den Zusammenhang mit Governance und Good Business Conduct Themen herstellen, die auch die Mitarbeiter entsprechend berücksichtigen. Und die haben sich entlang dieser 19 Programme Ziele definiert. Und diese Ziele werden regelmäßig eben dann auch in der Öffentlichkeit reported und machen da eben dann diesen Fortschritt in der Transformation für die unterschiedlichsten Anspruchsgruppen begreifbar. Und ich habe Ihnen das hier nochmal so mitgebracht als Screenshot, ist leider etwas klein, aber schlagen Sie das gerne mal nach, wenn Sie das interessiert. Das ist ein Case, von dem kann man in jeglicher Hinsicht viel lernen. Sie sehen das hier eben, dass entlang dieser 19 Programme dann eben die Ziele immer definiert sind und dann eben auch der Fortschritt da beschrieben wird. Und das ist im Prinzip etwas, wenn wir über Glaubwürdigkeit reden, was ganz wichtig ist, ja, weil ich kann mir schöne Konzepte ausdenken, wenn ich die aber im stillen Kämmerlein sozusagen umsetze und den Rest sozusagen im Ungewissen lasse, dann ist es mit der Glaubwürdigkeit da auch nicht besonders weit her. Purpose ist nicht einfach ein Statement, es hilft, die Transformation des Unternehmens erlebbar zu machen. Was heißt das? Ich hatte es eingangs schon gesagt, Transformation wird, wenn man sozusagen so einen Blick von innen hat, häufig erstmal in bestimmten finanziellen Kennzahlen auch begriffen, was wichtig ist. Aber das sind nicht die Sachen, die draußen ankommen, wenn wir über Kunden reden, wenn wir über die Öffentlichkeit reden, wenn wir über potenzielle Mitarbeiter auch reden, sondern da müssen andere Wege gegangen werden. Und häufig ist es ja so, dass
wenn Unternehmen sich über einen starken Purpose positionieren, dass das häufig auch gleichzeitig für die Unternehmen eine Transformation mit Anstößen, größeren Veränderungsprozesse auch mit anstößt. Und da ist es immer wichtig zu überlegen, wie kann dieser Veränderungsprozess auch mit sichtbar gemacht werden? Ja, und Sie hatten jetzt schon das Beispiel Ørsted gesehen. Ich habe jetzt hier aber überblicksartig auch nochmal andere mitgebracht, neben Ørsted auch Heidelberg Zement, die sich im letzten Jahr zu Heidelberg Materials nicht nur umbenannt haben, sondern sich auch komplett repositioniert haben. Deren Purpose-Konzept ist Our Materials for the Future, to build the future. Und die im Prinzip jetzt ganz stark auf das Thema CO2-neutraler oder nachhaltigerer Beton setzen. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von anderen Beispielen, die ich immer so überblicksartig mitgebracht habe. Die zeigen, das Spektrum, wie ich so etwas nach außen trage, ist total vielfältig, total breit. Ja, Sie sehen hier auf der linken Seite, Sie können eine komplett neue Marke aufbauen, so wie das Ørsted gemacht hat, die sich von Danish Oil and Gas sozusagen umbenannt haben, nach dem dänischen Physiker, der sich in der Elektrolehre verdient gemacht hat. Nehmen Sie das Beispiel Innogy, was aus RWE und E.ON entstanden ist. Da wurden komplett neue Marken aufgebaut, um ein bestimmtes Thema auch im Markt und in der Öffentlichkeit zu positionieren. Und Sie können weiter nach rechts gehen im Spektrum. Manchmal ist es damit getan, dass man eine Positionierung aktualisiert, wie im Fall von RWE, die sich einen neuen Anstrich gegeben haben, ihre Positionierung komplett überarbeitet haben. Manchmal sind es neue Produktlinien sozusagen, die neben der Unternehmensmarke etabliert werden. Oder was eben auch mittlerweile ganz beliebt ist im Industriekontext, ist, dass man Programmmarken aufbaut. SABIC hier zum Beispiel mit einer True Circle Marke für das Thema zirkuläre Produkte oder ABB mit ABB Ability als Digitalmarke. Da gibt es die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Was ich damit nur sagen will, ist, wenn man jetzt schon den Weg auf sich genommen hat, man hat sich ein starkes Purpose-Konzept überlegt, man hat das Ganze mit einer gut ausgedachten Strategie unterlegt, dann sollte man jetzt nicht aufhören und sagen, okay, das ist es, sondern da muss man sich auch den letzten Schritt eigentlich noch überlegen, wie trage ich das glaubwürdig und sichtbar in die Öffentlichkeit? Und dann sind wir genau bei dieser Diskussion hier. Purpose ist die Basis für sinnstiftende Arbeit. Wer die Mitarbeiter vergisst, hat das Thema nicht verstanden. Und das ist tatsächlich immer wieder ein Stück weit konsternierend zu sehen, wie groß die Lücke da auch teilweise ist zwischen dem, was sich im Management ausgedacht wird und zwischen dem, was in der Tiefe der Organisation tatsächlich ankommt. Und dabei ist es ja so, wenn wir über das Thema Purpose reden, reden wir im Grunde auch über etwas, was viel mit sinnstiftender Arbeit zu tun hat, was, wenn man bestimmte Generationen auch anschaut und die Diskussion da verfolgt, also Gen Y, Gen Z und dergleichen mehr, ein wichtiges Thema ist. Und da gibt es auch immer wieder ganz erstaunliche Befunde so aus dem Alltag. Und was ich Ihnen hier mal mitgebracht habe, vielleicht kennen Sie es aus Baden-Württemberg, das hing jetzt im August, glaube ich, am Flughafen. Weiß nicht, ob da in dem Zeitraum jemand von Ihnen mal gelandet ist, aber da hing gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen. Hurra, dann mach doch, was dir Spaß macht und werde Lehrer oder Lehrerin. Ja, und Sie sehen wahrscheinlich direkt, was das Problem ist. Das ist einer der Jobs, glaube ich, wo der positive Beitrag, der Purpose, muss man sozusagen direkt auf der Hand liegt. Es geht um unsere Zukunft. Ja. Es geht um die Kinder sozusagen, die auszubilden, denen auch zu zeigen, wie sie vorankommen können und dergleichen mehr. Und dann vermittelt man den Leuten, die das machen, im Prinzip, dass sie einen Job verfolgen, wo sie keinen Bock auf Arbeit hätten. Ja. Ist massiv kritisiert worden. Die Kampagne hing auch nicht lange. Der SWR sagte, kein Bock auf Arbeiten. Lehrer im BW empört über Werbekampagne. Und das ging also rauf und runter, hing nicht lange. Aber der Schaden ist natürlich da gewesen und zeigt auch, dass man die Mitarbeiter natürlich da nicht vergessen darf. Das Problem dahinter ist, ich bin jetzt nicht in diese Prozesse hier involviert gewesen, aber das Problem dahinter, und das beobachten wir ein Stück weit auch, ist vielleicht auch ein ganz anderes noch. Und das haben wir jüngst auch in einer weiteren Studie festgestellt, dass HR, und das ist ja die Funktion im Unternehmen, die im Prinzip diese Mitarbeiterbrille auch aufhat, im Grunde nur in 20% der Fälle in die Purpose-Entwicklung eingebunden ist. Und das zeigt ja im Prinzip eine organisatorische Diskrepanz. Häufig wird Purpose als Kommunikationsthema wahrgenommen, als Marketingthema. Aber wenn man das als reines Marketing- oder Kommunikationsthema wahrnimmt, dann kann es natürlich auch nach hinten losgehen. Es ist ein Thema, was ganzheitlich von der Organisation bearbeitet werden muss. Die Strategie gehört da genauso rein wie die Nachhaltigkeitsabteilung, wie auch die HR-Abteilung. Und nur dann kann es auch das Maß an Glaubwürdigkeit in alle Richtungen kriegen, die nötig ist, damit es am Ende nicht auf die Füße fällt. Ja. Warum werden die Mitarbeiter aber häufig außen vor gelassen? Und ich möchte Ihnen das hier einmal anhand einer weiterführenden Untersuchung auch noch zeigen, die es ein Stück weit vielleicht verdeutlicht.
Die Unternehmen machen sich viel Mühe, im Prinzip solche Konzepte zu entwickeln. Aber wenn man da mal schaut, wie die umgesetzt werden, sieht man eben, dass in vielen Fällen, in fast jedem zweiten Fall eigentlich, die Mitarbeiteransprache gar nicht am Purpose-Konzept ausgerichtet ist. Und jetzt haben wir uns mal die Mühe gemacht, im Prinzip zu schauen, wie sprechen Unternehmen ihre Mitarbeiter an? Der Indikator, den man als Externer dafür hat, ist im Prinzip das Arbeitgeberversprechen, was häufig sehr prominent auch kommuniziert wird. Und haben einfach mal geschaut, wie nah oder wie weit weg ist das vom Purpose-Konzept auch des Unternehmens. Und Sie sehen, in 47% der Fälle ist das Alignment eigentlich fast gar nicht vorhanden oder sehr gering. Ich habe Ihnen hier auch mal exemplarisch Mercedes-Benz mitgebracht, die als Purpose-Konzept First Move the World kommunizieren und als Arbeitgeberversprechen Together for Excellence. Und das kriegt man sicherlich irgendwie unter einen Hut mit viel Mühe und Not, aber wenn Sie das einfach mal so daneben stellen, sehen Sie schon, da ist auch eine erhebliche Lücke dazwischen. Es gibt andere Beispiele, jetzt hier in der Mitte Porsche. Da sehen Sie, dass das im Prinzip relativ nah beieinander ist. Das ist eine indirekte Fortsetzung davon. Und es gibt andere Beispiele eben dann, das ist in rund 10% der Fälle dann so, wo das sehr identisch ist. Das einfach nur mal als Indikator dafür, dass man sieht, wir haben viele Unternehmen eben auch eine gewisse Strecke zu gehen und zu schauen, dass die Mitarbeiter da tatsächlich nicht außen vor sind und nicht vergessen werden beim Thema, das Ganze auch glaubwürdig zu aktivieren. Und das bringt mich dann auch zu meinem letzten Punkt. Purpose als Leitstern bewirkt noch keine Verhaltensänderung. Es ist vor allem auch ein Kulturthema. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Man hat eben auch viel damit zu tun, dass ich die Mitarbeiter entsprechend überhaupt erstmal auch erreichen muss. Und das schaffe ich nicht, indem ich zig unterschiedliche Konzepte in die Organisation reinsetze. Was aber wichtig zu verstehen ist, wenn wir über Kultur reden, dann hatten wir lange Zeit im Prinzip eine Betrachtungsweise, hier so ein Stück weit ein Zitat, was Peter Drucker ja auch zugeschrieben wird, folgte, dass Kultur sozusagen die Strategie zum Frühstück vertilgt, um es mal so zu sagen. Ja, und das ist natürlich so, sozusagen eine Ansicht, die klar, die meint, ohne eine gute Kultur kann keine Strategie irgendwie auch richtig fruchten. Aber am Ende steckt ja doch auch ein Bild dahinter, wo man sagen muss, naja, Kultur und Strategie werden irgendwie als etwas betrachtet, was ein Stück weit getrennt ist oder wo der Zusammenhang vielleicht nicht ganz klar ist. Aber das ist, glaube ich, eine Sichtweise, die sich jetzt in den letzten Jahren ein Stück weit auch immer weiterentwickelt hat, weil wir über das Thema Purpose eigentlich die Möglichkeit endlich haben, in Unternehmen Strategie, Kultur und eben Purpose aus einem Guss zu denken. Ja, der Purpose muss in der Strategie verankert sein, das Geschäftsmodell muss in einem positiven Beitrag auch ausgerichtet sein, der profitabel ist auch fürs Unternehmen. Gleichzeitig ist Purpose natürlich auch einer der wichtigsten Kulturtreiber für Unternehmen. Und das ist hier mal im Prinzip eine Darstellung, die auf einem Artikel von Hubert Joly basiert, ehemaliger CEO von Best Buy, der mittlerweile auch viel dazu veröffentlicht und forscht, der gesagt hat, dass das integriert gedacht werden muss. Und wenn sich einer dieser drei Punkte ändert, hat das unweigerlich Auswirkungen auf die anderen beiden, die müssen sich entsprechend mit verändern. Und das ist, glaube ich, eine Herangehensweise, die sich da durchsetzen wird und wo man sieht, bei den Unternehmen, denen es besonders gut auch gelingt, das unter einen Hut zu bringen, ist das am Ende genauso. Wichtig ist aber, glaube ich, zu verstehen, wenn wir über Verhaltensänderungen reden, dürfen wir nicht irgendwie uns nur auf die Ebene der Werte konzentrieren. Unternehmen sind in der Regel innovativ, wenn sie irgendwas auch entwickeln. Exzellent ist auch ein Wert, der häufig genannt wird oder so. Aber Sie sehen, wenn Sie auf dieser Werteebene bleiben, wird es relativ schwierig, das auch konkreter zu machen oder zu sagen, was verbirgt sich denn genau dahinter. Und wenn wir über Verhaltensänderungen reden wollen, die durch so einen Purpose angestoßen werden, dann müssen wir, glaube ich, relativ schnell auch ein, zwei Ebenen tiefer gehen und konkret machen, wenn wir innovativ sind. Was heißt das fürs Unternehmen? Ja, suchen wir die inkrementelle Innovation, sozusagen das Optimieren von Produkten basierend auf Innovation, oder wollen wir den großen Sprung haben, das große neue Produkt, was uns im Markt nochmal auch neu positioniert? Und das sind Sachen, die im Prinzip da auch geklärt werden müssen und die auf der Werteebene, glaube ich, dann auch nicht unbedingt allein geklärt werden können. Und das Ganze muss eben auch Eingang finden in die Prozesse. Wie arbeitet das Unternehmen zusammen? Wenn Sie einen Purpose proklamieren und das nicht in den Verhaltensweisen und Prozessen des Unternehmens reflektieren, dann wird die Kluft da sein und am Ende auch die Glaubwürdigkeit des ganzen Konzepts unterminieren. Und da gibt es die unterschiedlichsten Beispiele, wie weit man das treiben kann. Ein Unternehmen, das besonders weit getrieben hat, ist zum Beispiel Netflix. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Die Kultur von Netflix, die im Prinzip sehr wertgetrieben ist, wo
das ganze Thema Mitarbeiter-Review und so weiter auch anhand der Werte passiert. Erstmal so ein Beispiel in die andere Richtung. Aber da gibt es auch viele, viele Zwischenfälle im Prinzip, die zeigen, wie es auch in anderen Branchen funktionieren kann. Und das ist, glaube ich, wichtig, da im Hinterkopf zu behalten. Zum Abschluss wäre noch der Hinweis, wenn wir über purpose-getriebene Kulturen reden. Es gibt viele Arten und Weisen, das zu modellieren, aber ich habe hier einmal noch so auch einen Gedanken mitgebracht zum Abschluss, der zeigt, wie auch ein Stück weit die Evolutionsform dahinter ist. Und das ist ein Gedankengang, der sich hier nach Frederic Laloux richtet, der 2014 das auch erstmals in einem Buch herausgebracht hat, Reinventing Organizations, und dann im Prinzip mal diese Kulturevolution nachvollzogen hat, anhand derer man sich dann als Unternehmen eben auch verorten kann. Und Sie sehen das eben, rot sind im Prinzip Unternehmen, die sehr stark nach Autorität strukturiert sind, nach Arbeitsteilung, sehr hierarchisch bis hin oben zu den Tier-Organizations, die ein Stück weit als lebender Organismus sehr agil auch organisiert sind, wo es eher um Selbstmanagement, Ganzheitlichkeit, evolutionärer Purpose geht. Und dazwischen gibt es eine ganze Reihe von Abstufungen. Ja? Also Unternehmen, die stückweise eher als Familie definiert sind, mit einer sehr wertorientierten Kultur, oder Unternehmen, die sehr stark auf Leistung setzen, auf Verantwortlichkeit, Unternehmen, die sehr stark auf reproduzierbare Prozesse setzen und entsprechende Kulturen haben. Und das ist auch nicht immer so, dass jedes Unternehmen da in Reihenform vertreten ist und sich einer Kulturstufe sozusagen zuordnen lässt. Aber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wo will ich mit meinem Unternehmen hin? Was ist die Verhaltensänderung, die ich bewirken möchte? Wie muss ich das in meiner Kultur niederschlagen? Und das kann in dem einen Bereich, wo es um Innovation geht, ganz anders aussehen. Ja, da muss es vielleicht ein Stück weit agiler sein, ein bisschen kreativer, freier auch, als vielleicht in einem Prozess, wo es darauf ankommt, dass bestimmte Schritte sehr gut aufeinander abgestimmt sind und auch entsprechend funktionieren. Das mal von meiner Seite. Jetzt so der Schwenk über eine ganze Bandbreite von Themen hinweg, die mit Purpose zu tun haben, und meine Beobachtungen dazu. Jetzt freue ich mich natürlich auf die Diskussion mit Ihnen, Herr Kühner-Weber, und auch der Runde hier. Aber bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Aschermann, für diesen Parforce-Ritt durch die Purpose-Themen, die Sie alle angeschnitten haben und auch wunderbar hinterlegt mit empirischen Daten und Ergebnissen Ihrer Studien. Von daher würde ich jetzt, bevor wir dann gemeinsam in die Diskussion gehen, natürlich freue ich mich sehr auf die Thesen von Herrn Kühn. Was ist passiert? Ah, okay. Und Sie, wir haben ja im Vorfeld auch schon miteinander diskutiert, auch zu dritt, und Sie haben ein paar sehr markante Thesen noch mitgebracht mit den Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Auch mit dieser Frage von Purpose, insbesondere im mittelständischen Hidden Champions Unternehmen, weltmarktorientierten Unternehmen, die über die Beispiele, die Sie hier genannt haben, eher auch letztendlich die größeren Konzerne dann hinausgehen. Was eigentlich ja auch, wenn man so will, auch unser Thema morgen sein wird, indem wir eher mit dem weltmarktorientierten Mittelstand diskutieren, wie zum Beispiel die Globalisierung, die Krise der Globalisierung, wie das weitergeht. Also insofern, Herr Kühn, von Ihrer Seite kriegen wir jetzt nochmal eine ganz neue Aspekte. Ich freue mich sehr drauf. Dankeschön, ja. Also man muss ja jetzt auch immer bei solchen Themen festhalten, dass die Führungskräfte, das Top-Management in diesen KMUs und in den großen familiengeführten Unternehmen genügend Themen auf dem Tisch liegen haben. Wir wissen aus verschiedenen Quellen heraus, 70% Meetings, 6% Zeit mit Kunden zu reden oder 3% Zeit direkt im Feld am konkreten Thema, sich Rückkopplungen aus dieser Welt zu holen. Die exogene Welt, die ist crazy. Wenn wir anschauen, was in den letzten 4 Jahren auf der Welt passiert ist, dann haben wir die Sehnsucht, alles vor 2019 nochmal zu erleben, aber das sieht schlecht aus. Und je größer Unternehmen werden, desto mehr sind sie sozusagen auch von sehr, sehr vielen Transformationsaufgaben bedrängt oder haben sich freiwillig gesucht. Da ist die Frage immer, wie Leadership definiert wird und verstanden wird. Das ist auch klar, dass wo eigener Familien tief drinstecken, die fragen nicht nur die nächsten 12 Monate Zukunft ab, sondern die bewegen sich in tieferen Zeiträumen. Und eine meiner Thesen wäre jetzt, das Purpose-Thema gewinnt an Bedeutung.
weil die Welt in Polykrisen ist. Wir haben jetzt immer alle von diesem VUCA, ich kann es nicht mehr hören, und viele in Unternehmen können es auch nicht hören, weil sie der knallharten Realität gestellt sind. Also sich fragen müssen, wie kann man sich wandeln? Was ist der höhere, größere Sinn neben Profiten? Also ich bin immer auch ein Anhänger zu sagen, Zukunftsdividende und Ertragssicherheit. Sobald man die noch hat, kann man froh sein. Das ist eine Voraussetzung, dass man überhaupt Transformationen in Unternehmen machen kann. So ist man mit einer raschen Unternehmensgründungsgeschichte schon automatisch dafür aufgestellt, großartige Purpose-Diskussionen zu starten oder Dialoge. Wir brauchen da ja nicht die Debatte, sondern ernst geführte Dialoge. Wer ist für solche Konzepte oder Medien? Ich bezeichne eigentlich ein Purpose als ein Medium, das helfen kann, Orientierung zu geben, auch in Zeiten, wo man in Krisen ist. Also ich glaube, dass der Westen, der ehemals erfolgreiche Westen, sozusagen insgesamt in einer industriellen Krise ist, wie man da im Unternehmen zu wirklich guten Lösungen kommt, wenn man sich die Purpose-Frage stellt. Wir wissen, der Purpose kann eine implizite Ebene haben, er kann die explizite schon haben. Spannend wird es, wenn es explizit wird, weil ich dann als CEO, als Unternehmer, als Manager sozusagen dann schon im internen Dialog, in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Anspruchsgruppen, die wir in Unternehmen innen haben und die wir außen haben, wo wir uns sozusagen deckungsgleich bewegen sollten, wie man mit dem Thema umgeht. Da ist die Frage wirklich, wie geht der gute, der exzellente Ingenieur damit um? Wie geht der Unternehmer damit um? Die Unternehmerin damit um? Wie geht man mit dann Themen, wie integriert man Themen, die für das Unternehmen, für Funktionen wie HR sehr wichtig sind? Wie bringt man das deckungsgleich, effizient und effektiv im Führen eines Unternehmens in die nächste Stufe über? Und da fangen wir halt an, mit Begriffen zu hantieren, wie Transformation. Wenn plötzlich alles eine Transformation ist, was ist dann die Transformation? Wie spricht man mit Leuten, mit Frontline-Peoplen, die sozusagen jetzt im Verkauf tätig sind, also die den Absatzmarkt abklappern müssen und die Auftragseingänge bringen müssen? Wie spricht man da über Purpose und wie kann Purpose an der Stelle hilfreich sein? Und These ist, weil die Welt so verrückt spielt, weil sich permanent was ändert und wir in ganz anderen Zusammenhängen im Unternehmen, aber auch auf den Märkten und in der Gesellschaft denken und handeln müssen. Weil Purpose nützt mir nichts, wenn er nicht ins Tun führt. Niemand braucht Gesinnungsethik. Wir brauchen viel mehr Handlungsethik in dieser Welt und wir brauchen sozusagen die im Leadership, im Management, in den Teams. Und da gehen ganz schön große Ansprüche an Strukturen, Prozesse und wie man die anschaut und hinterfragt und wie man es dann löst, weil viel Reden nützt auch nichts, wenn sich nichts ändert. Transformationen haben ja einen Grund, warum sie anstehen, an die Tür klopfen und sagen, jetzt mach mal. Und da kommen wir nochmal, mache ich dann jetzt einen Punkt erstmal vielleicht zu dem Thema, zum Thema, was ist dann Strategie und Purpose, wie kommen die zueinander? Also ich glaube, was wir halt nicht brauchen in dieser Welt, ist sozusagen zu glauben, dass der Purpose irgendwie von selber angeritten kommt und der entsteht auch nicht in schicken Agenturlofts und auch nicht in Beraterbüros sozusagen. Der Purpose ist ja in jedem Business, in jedem Unternehmen drin. Wenn er ganz primitiv oder noch darwinistisch ist, dann geht es um Profit machen und nur um Profit machen. Wir brauchen das Handeln, also Purpose in Action, den ich nachvollziehen kann und schauen, ob das glaubwürdig ist, ob ich diesem Unternehmen vertrauen kann, ob das Unternehmen seine Rolle in der Gesellschaft versteht und auch die Verantwortung, die es damit hat. Ich glaube, das zeichnet uns im Westen aus, dass wir sozusagen, wenn wir hier immer von der sozialen Marktwirtschaft, vom sozialen Unternehmertum sprechen, dass wir sozusagen nicht abgeschottet in Unternehmen, das wird oft Unternehmen unterstellt, die vielleicht nicht die Mittel haben, sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen und große Markenpolitik zu machen. Da ist viel mehr ehrenwertes, unternehmerisches Tun dahinter. Tun, also wenn man die Unternehmerinnen und Unternehmer dann näher kennenlernt, merkt man,
dass die sich natürlich schon mit der Gesellschaft und den Trifts, die wir in der Gesellschaft haben, stark auseinandersetzen und nicht nur in politischen Parteien tätig sind, sondern auch wirklich was tun. Dann würde ich eben sagen, wenn das proklamierte Purpose-Geschäft im Unternehmen, also wenn dieses Purpose-Framework steht und man spricht über Purpose im Unternehmen und es löst nur Augenrollen oder Schulterzucken aus, dann hat man es irgendwie auch nicht richtig begriffen. Ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, den Purpose an Marketing oder Unternehmenskommunikation zu delegieren und sagen, ihr müsst euch darum kümmern, dass unsere Zielgruppen im Unternehmen und draußen verstehen, dass wir einen haben, dass der Purpose an unserer Seite steht. Deswegen Imagebroschüren und sonstige Kampagnen der Art sind nur Begleiter, aber wir müssen verstehen können, dass dieses Management, das Leadership sozusagen, die Frauen und Männer im Vorstand, aber auch im Management das verinnerlicht haben und auch diesen Purpose sozusagen auf die Aufgaben im Unternehmen, die Abstimmungen, die Rollen übersetzen können. Und das fängt in der Sprache an und das situative Gefühl. Also wir müssen auch lernen, dass wir das Ego immer an der Tür hängen lassen und uns dem Purpose des Unternehmens verpflichtet fühlen. Und dass das alles nicht dazu da ist, das eigene Ego oder die nächste Superpower im Unternehmen bist, sondern du hast dich einem Purpose des Unternehmens verpflichtet. Der Purpose des Unternehmens findet konkret statt, bei Kunden, in Märkten, in Konfliktfällen. Meine nächste These wäre dann, man muss in der Lage sein, wirklich die systemischen Blindspots des Unternehmens zu erkennen, die sich ja oft in der Kultur sozusagen einschleichen und die darunterliegenden Layer verstehen, die mich sozusagen an Glaubenssätze, die vielleicht schon verkommen sind oder nicht mehr passen in diese Welt, dass ich mich von denen löse. Und der beste Test für Purpose, also wenn man auf der expliziten Ebene ist und den Purpose sozusagen auch fest in die Marke verankert hat, ist immer die Ad-hoc-Krise, die aus heiterem Himmel kommt. Und wenn ich dann merke, jetzt bin ich mal sprachlos, überrascht von meinem eigenen Tun, vielleicht auch nicht zu verstehen, wie relevant das Thema ist, dieser berühmte Black Swan, der vielleicht neben mir sitzt oder der Elefant, in Strategieräumen. Und ja, also ich wurde auf die Unternehmen, Familienunternehmen angesprochen. Da ist ja das Erstaunliche, dass die Unternehmerinnen der Unternehmer, wenn sie im Einsatz sind und Management by Walking Around machen, die hören viel, die sehen viel, die sind von Anfang an, ich will sie nicht idealisieren, aber sozusagen mit dem Purpose ausgestattet. Die Sensorik ist da scharf geschalten und die kommen dann auch ins Management zurück und sagen, da stimmt was nicht. Also ich höre das vom Management und beim Kunden dies und jenes. Und das ist eine sehr wertvolle Quelle. Also auch diese Fähigkeit, heute wirklich zu spüren, was im Feld und an der Quelle des Themas wirklich los ist, hinzuhören und es zurückzubringen, das ist sehr gut. Und die Fähigkeit muss man haben. Deswegen darf man keine aufgeblasenen Apparate haben. Ich mache jetzt Cut. Ich glaube, ich habe viel geredet. Herr Kühn, vielen Dank. Vielleicht jetzt würde ich jetzt fast vorschlagen, dass Sie beiden, Herr Aschermann und Herr Kühn, nochmal untereinander sich gegenseitig, sagen wir mal, Ihre Thesen und auch Studienergebnisse nochmal gegenseitig noch nachfragen und entsprechend die Diskussion dann gemeinsam dann auch mit unseren Gästen eröffnen. Haben Sie eine Frage an Herrn Aschermann oder ein Statement oder umgekehrt? Wer möchte von Ihnen anfangen? Ich kann gerne mal anfangen und auch gerne mal die Frage weitergeben, weil also ich hatte das ja vorhin in der Studie auch vorgestellt, diese Top 12 Unternehmen, die da besonders purpose-glaubwürdig sind im Grunde alle fast nicht börsengelistet, ein einziges ist dabei. Jetzt sind Sie ja sozusagen, haben ja auch den Hintergrund ein Stück weit in dem Bereich. Warum glauben Sie, ist das der Fall? Wie würden Sie das auch erklären? Naja, also vielleicht ist für ein börsennotiertes Unternehmen und in der Geschichte des Unternehmens sozusagen schon viel mehr kondensierte Aufladung
per se drin, wenn sie halt familiengeführte Unternehmen haben und in Familienunternehmen auch noch Familienmitglieder drin sind und das alles noch nicht. Ich will jetzt nicht immer Konzernbashing machen, weil das finde ich fürchterlich. Man kann auch von großen Konzernen lernen und man kann auch von solchen lernen, die sozusagen das nicht mehr so richtig gut machen können. Aber sie sitzen halt noch viel näher an der eigentlichen Motivation, ein Unternehmen zu gründen, zu führen und in die nächste Evolutionsstufe zu führen. Vielleicht liegt es ja auch an der Idiosynkrasie, sozusagen von Unternehmertum überhaupt, sozusagen viel mehr eingemischt und dran zu sein. Deswegen fällt es ja auch manchmal Familienunternehmerinnen und Unternehmern schwer, loszulassen im Alter oder auch neue Methoden reinzuführen. Das ist schon. Aber warum es den Konzernen nicht so richtig gelingt, die Sie genannt haben, ich muss mich da auf Sie verlassen und auf Ihr Ranking. Ich finde solche Rankings übrigens immer hervorragend, weil es gibt einem ja wieder den Anlass, sozusagen sofort zu reflektieren, was denn an der eigenen Positionierung nicht richtig stimmt. Ich glaube, wir haben insgesamt auch das Problem, zu wem gehe ich denn eigentlich, wenn es nicht stimmt? Gehe ich in die Wissenschaft? Gehe ich zu einer Unternehmensberatung? Gehe ich nur zu den Top-Unternehmensberatungen? Gehe ich zu Ihnen, wenn ich wissen will, wie ich meine nächste Evolutionsstufe von Purpose gestalten muss? Brauche ich Kommunikationsberatung? Brauche ich dies und jenes? Da fehlt es wahrscheinlich oft so die Zwischenmoderation, wie man das hinbekommen kann. Aber das geht jetzt über Ihre Frage, Herr Aschermann, bis wahrscheinlich weit hinaus. Vielleicht eine Anmerkung von meiner Seite. Ich meine, von Drucker gibt es ja auch so einen schönen Satz. Management ist ja eigentlich zu 80 bis 90% die Leute von ihrer Arbeit abzuhalten. Und von daher haben wir wahrscheinlich, also Sie sagten ja, die Top 12 sind Ihrer Liste, Ihres Purpose Readiness Index sind ja von den 12 sind 11 nicht börsennotiert. Und ich selber bin ja auch als Hochschullehrer in einer Verwaltung sozusagen durchaus eingebettet. Und viel, was unsere Verwaltungen machen, ist natürlich, die Leute von der Arbeit abzuhalten, nicht auch als Hochschullehrer, sage ich mal. Und wenn wir jetzt gerade auch die Frage, die im Raum steht, wenn Ihre Top 12 tatsächlich auch viele von den Familienunternehmen dabei sind und auch, sagen wir mal, die Prägung durch das Unternehmerische der Familienunternehmer doch anscheinend eine gewisse Rolle spielt, plus natürlich andere Dinge auch, wie Sie gerade sagten, natürlich können wir auch sehr viel von den Konzernen, die auch schon lange am Markt sind, also so bei Ihrem Index war zum Beispiel die BASF, das ist ja 1864 hier auf der anderen Seite von Mannheim, auf der anderen Rheinseite gegründet, also die halten sich halt dann teilweise doch schon sehr gut. Aber nochmal zurück zu dieser Frage dann an Sie beide auch und vielleicht mal nochmal kurz an Sie, Herr Aschermann, wie gehen wir mit diesen Krisen, dass eine Krise die nächste sich ablöst und wie gehen wir sozusagen mit der Flexibilität der Strukturen und natürlich auch der Werte, die sich von uns als Individuen, aber auch von den Unternehmen ändern, wie gehen wir damit um? Wie schaffen das die Unternehmen und offensichtlich stärker als These die Familienunternehmen, zumindest die Agilen der Familienunternehmen, sich dazu behaupten. Das ist ja schon eigentlich erstaunlich. Weil wenn wir noch ein letzter Punkt dazu, wenn wir die deutsche Medienlandschaft angucken, dann sind ja in den Medien, in der Aufmerksamkeit insbesondere die großen, auch eher börsenorientierten Unternehmen drin. Also was ist Ihre Erklärung dafür? Ja, schon. Das ist eine spannende Frage im Prinzip, was da der Unterschied ist, auch im Umgang mit den Krisen. Ich glaube, das führt uns ein Stück weit auch zum Thema Resilienz. Also, ich glaube, das ist ja auch so ein Begriff, der in diesen Tagen viel genannt wird. Wie können Unternehmen resilienter, widerstandsfähiger werden? Und ich glaube, das ist ein Begriff, aber an dem sich das auch ganz schön vielleicht ein Stück weit aufzeigt, in welche beiden Richtungen das gehen kann. Ich kann Resilienz erstmal im Prinzip als Widerstandsfähigkeit definieren. Ich kann sagen, ich meine Organisation ist in Strukturen entsprechend krisenfest aufgestellt. Ich habe einen Geschäftsplan, der auch möglichen Einbrüchen Rechnung trägt und so weiter. Ich kann das sozusagen sehr, sehr abhaltend aufladen, das Thema. Ich kann sagen, ich kriege diese Krise gemeistert. Ja. Ich bin darauf vorbereitet, die kann kommen und die wird mich jetzt nicht komplett irgendwie umhauen. Ich frage mich immer, ist das, wenn man sich jetzt die ganzen großen Fälle anschaut, und auch dieses Jahrzehnt der Entscheidung, in dem wir jetzt mittendrin sind mit den ganzen Krisen, ob das ausreicht. Und ich habe so ein bisschen die Beobachtung auch, dass
Das sozusagen das Thema Krisenfestigkeit, das ist auf der einen Seite super wichtig, aber das Thema der Organisation auch ein Stück weit Vertrauen geben, dass sie gut durchkommt, ja, und nicht nur irgendwie Vertrauen im Sinne von, naja, die Krise wird uns schon nicht irgendwie komplett umhauen, sondern Vertrauen im Sinne von auch, da werden sich auch andere Möglichkeiten in den nächsten Jahren auftun. Da werden nicht nur Jobs vernichtet werden. Nehmen Sie das Beispiel künstliche Intelligenz. Da geistert eine Studie nach der anderen durch die Schlagzeilen, teilweise vom World Economic Forum und anderen verbreitet. Die sagen, da gehen Millionen von Jobs verloren am Ende des Tages. Aber ich glaube, es ist wichtig, in solchen Situationen auch davon zu sprechen, wo die Möglichkeiten liegen, da auch ein Stück weit die Organisation mitzunehmen und darauf vorzubereiten. Und ich glaube, das gelingt den Unternehmen unterschiedlich gut und das mal so als These in den Raum gestellt und da stimme ich Ihnen, Herrn Kühn, auch voll zu. Vielleicht sind da auch Familienunternehmen ein Stück weit einfach besser darauf vorbereitet, weil sie den Purpose häufig in Form des Unternehmensgründers auch noch personifiziert an Bord haben. Das ist nicht eine Formel, die auf dem Lehrblatt erstmal geschrieben wurde und entwickelt wurde von Leuten, die irgendwann mal in der Geschichte des Unternehmens dazugekommen sind, sondern der steht da und der lebt das vor, wenn er noch selbst dabei ist oder die Kindergeneration sozusagen trägt das weiter im Unternehmen auch mit. Und das schafft vielleicht auch eine andere Form von Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Ja, also er ist einer, der hat das Unternehmen aufgebaut. Es ist vielleicht nicht die erste Krise, die er meistern muss, nicht der erste Einbruch im Unternehmen und der wird es sicherlich auch wieder hinkriegen. Und das mag vielleicht ein Faktor sein, wo man sagen kann, mit Blick auf bestimmte Organisationen, denen es da nicht so gut gelingt, da unterscheidet die das. Aber ich glaube, grundsätzlich so das Thema Vertrauen über eine reine Widerstandsfähigkeit hinaus ist da, glaube ich, etwas, was dann ziemlich entscheidender Faktor ist. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine knappe halbe Stunde, von daher werden wir das natürlich auch gerne mit Ihnen als Gäste in die Diskussion gehen. Vielleicht noch eine Anmerkung. Wir beide hatten da kurz auch nochmal drüber gerade eben gesprochen. Was bei Ihrem Purpose Readiness Index auch auffällt, sind Unternehmen wie Bosch, Zeiss, die, wenn man so will, nach der familiengeführten Unternehmensphase in so eine Stiftungsrechtsform übergegangen sind. Und wir hatten auch dazu ja mal vor 2 Jahren hier bei unserer Runde, sowohl beim Purpose als auch bei einem Roundtable, das Thema Verantwortungseigentum oder der englische Begriff Steward Ownership. Also das scheint auch ein Faktor zu sein, was die Glaubwürdigkeit auf jeden Fall erhöht, im Hinblick auch zu dieser Börsennotierungsfrage. Also das heißt auch ein Konzern wie Zeiss oder Bosch, die eben zwar nicht börsennotiert sind, aber auch wirklich große Konzerne geworden sind, schaffen das offensichtlich auch bei diesen Purpose-Fragen bei ihrer Liste ganz, ganz weit oben zu landen. Jetzt haben wir nebenher mal kurz auch den Chat verfolgt. Es gibt ja viele Expertinnen und Experten hier unter uns. Die Diskussion, die neben uns hier läuft, ist vielleicht sogar noch spannender, was wir drei jetzt schon diskutiert haben. Könnte Also sein. ich bin, ja, ich bleibe bescheiden und sage offensichtlich sind auch von der Gästeseite her wahnsinnig interessante Gedanken mit drin. Ich bin jetzt gar nicht mehr in der Lage, als Moderator da irgendjemand rauszupicken und zu sagen, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, Sie, Herr Aschermann, und auch Sie, Herr Kühn, haben mal durchgescrollt. Würden Sie jetzt vielleicht von Ihnen jemand eine der Anregungen und teilweise ganz zu Anfang auch eine Frage aufgreifen wollen oder? Vielleicht bevor wir jetzt gleich Sie sich zu Wort melden, vielleicht nochmal eben jemand von Ihnen, ich gebe Ihnen die Maus und Sie, Herr Aschermann, vielleicht picken Sie mal eine Anregung, ein Statement oder eine Frage heraus, um selber mal Scrolle darauf. gerade noch durch. Ja, haben Sie was? Nee, ich bin gerade noch, das ist hier so viel auf dem kleinen Fenster. Ich bin da gerade noch ein bisschen, also über 50 Kommentare, glaube ich, mittlerweile, ne? Also ein Stück weit. Ja, da sind Ja. viele. Ich hoffe, dass meine Studierenden irgendwann mal bei meinen Seminaren auch so viele Kommentare abgeben. Ja. Das ist schon mal Ja, wenigstens. hier ist nochmal so ein ganz interessanter Kommentar. Purpose verstehe ich eher unter Nutzen, Beispiel Gewinnmaximierung. Wenn der Sinn des Handelns einen klappert, folgt der Nutzen automatisch. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Also, weil ich glaube, das war so, wenn man die Debatte auch mal so ein bisschen betrachtet, wie sich das entwickelt hat und wie auch so ein bisschen die anfängliche Skepsis dahinter war, dann war da immer erstmal so die Abwägung Purpose oder Profite.
Und es wurde schnell in so eine Richtung gedrückt nach dem Motto, jedes Unternehmen muss jetzt einen Good Cause haben und da nur noch irgendwie einen sozialen Beitrag leisten. Aber darum geht es am Ende des Tages nicht, ne? Sondern es gibt diverse Studien, auch von der Harvard Business School und anderen renommierten Instituten, die tatsächlich auch eine Korrelation aufzeigen können zwischen das Unternehmen ist mit einem Purpose auch positioniert im Markt, hat ihn auch gut in der Strategie verankert. Und das schlägt sich dann am Ende auch in finanziellen Kennzahlen und sei es zuletzt auch in der Börsenentwicklung nieder. Jetzt kann man natürlich immer sagen, lässt sich da so ein monokausaler Zusammenhang herstellen, da muss man auch ein Stück weit vorsichtig sein mit solchen Studien, aber die Zusammenhänge sind vielfach beschrieben worden. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass das kein Entweder-Oder ist. Das ist, glaube ich, das A und O bei dem Thema. Das muss zusammengedacht werden. Und das ist, glaube ich, in diesen Diskussionen ganz wichtig, wenn man das entwickelt und sich damit beschäftigt im Unternehmen. Muss die zweite Frage immer direkt sein, welche Auswirkungen hat das am Ende des Tages auf mein Geschäftsmodell? Ich kann nicht einen positiven Beitrag Nachhaltigkeit proklamieren und gleichzeitig in Anlagen und Produktionsprozesse investieren, die komplett nach veralteten Logiken funktionieren. Damit würde ich mich unglaubwürdig machen. Und da sieht man schon, wie eng dieses Thema Profitabilität, Geschäft machen, ein Unternehmen auch am Laufen halten, eben mit dem Sinn und dem Handeln auch zusammenhängt. Und das ist ja nicht nur der Sinn, sondern es geht ja auch um den Zweck dahinter. Also ist ja ein ziemlich schillernder Begriff, auch Purpose oder auch Zweck im Deutschen und wie auch im Griechischen, mit ganz vielfältigen Untersetzungen. Aber ich glaube, das ist sozusagen auch wichtig, im Kopf zu behalten. Und etwas, was in den Diskussionen am Anfang vor allem ist, schon häufig, glaube ich, auch ein Stück weit unterschätzt worden ist. Ja, vielen Dank, Herr Aschermann. Herr Kühn, haben Sie ein Statement oder eine Frage? Würden Sie eine noch auswählen? Ja, also im Grunde genommen finde ich jetzt an die Bandbreite der Chat-Kommentare sehr interessant. Wir kommen ja sozusagen von Kant bis, was ist dieses VUCA wieder? Ist das unsere Dauererregung, die wir durch Trends haben? Und müssen wir in den Unternehmen sozusagen immer jeden Zeitgeist mitgehen? Und warum ist es in Familienunternehmen am Ende einfacher? Einfacher kann es sein, weil eine Entscheidung schneller fällt und weil sie schneller manifestiert, wenn es aus der Familie kommt in Unternehmen. Aber ich verweise auch immer darauf, dass es auch exzellent geführte Unternehmen gibt, die von Fremdmanagement gestattet werden. Ich glaube, wir müssen uns alle einfach immer in den Unternehmen am konkreten Fall genau anschauen, auf welchem Niveau ist das Operating System. Also macht keinen Sinn, in 100 neue Geschäfte reinzuspringen und was zu proklamieren, wenn man noch nicht ausgereizt hat, was in den Feldern, wo man schon stark ist, wo der Kunde, der Markt deine Führerschaft verstanden hat und was der konkrete Nutzen ist. Müssen uns einfach wieder viel mehr auch in diese Kernerarbeit reinbewegen. Haben wir das im Unternehmen alle verstanden, worum es genau geht, oder sind wir Silo-Unternehmen, deuten nur auf das Gegenüber, und das hat viel mit Verhalten zu tun. Also ich muss immer sagen, die habituelle Ebene in den Unternehmen ist ganz wichtig, die muss man sich angucken. Die Kognitionsfähigkeiten, wie sehr verstehe ich jetzt eigentlich, welche Rolle ich potenziell auch habe? Und das sind Chancen und Riesen, die man ganz anders abwägt. Das ist jetzt das, was ich da so rauslese. Der Purpose ist jetzt nichts Universelles. Das ist was hochgradig Unternehmensspezifisches und Individuelles. Und Unternehmen, die das gut zusammenbringen und im Dialog machen, da funktioniert das, glaube ich, auch. Und da ist Purpose ein super Medium, sozusagen auch in Krisen sich größere Sicherheit zurückzugeben. Wer bin ich? Wo wollte ich hin? Wo will ich hin? Und da kann ich zu Peter Drucker auch zurück schließen. Also mein Unternehmer, mit dem ich zuletzt gearbeitet habe, hat immer gesagt, hast du dich im Griff, hast alles im Griff? Da hat er immer mich selbst gemeint. Also wir müssen auch immer im Management und im Leadership gucken, wie sehr verstehen wir, wie sehr wir herausgefordert sind, Dienst am Unternehmen und an der Transformation zu machen. Wie transparent und glaubwürdig sind wir. Ja, das wäre so, was ich jetzt noch anzubieten hatte. Herr Kühn, vielen Dank. Vielleicht an Sie noch eine Nachfrage. Wenn man eben viele Jahre, Jahrzehnte, 2 Jahrzehnte bei einem Maschinenbaukonzern war, die auf der Welt ihre Projekte durchsetzen und Weltklasse sozusagen sind, ist ja diese Purpose-Frage eine,
die, ja, Sie haben den Shopfloor erwähnt und was weiß ich, den Hausmeister, der an der Pforte oder die Leute an der Pforte sind. Wieso ist es, sagen wir mal, für Purpose-getriebene Strategien, die in solchen gut, also gut geführten Unternehmen, die, in denen die, der Purpose auch für den Hausmeister und den Shopfloor klar ist, wie funktioniert es und wieso geht es? Und so, wir haben uns ja darüber unterhalten, dass es bei Ihren Erfahrungen doch sehr, sehr oft gelungen ist und dass die Leute auf allen Ebenen der Organisation das verstehen und auch mitziehen. Also der Purpose wird dann in den, wenn es gelingt, von den ganzen Themen, die Herr Aschermann ja auch durch seine Studien bestätigt hat, wenn es gelingt, wie schaffen die Unternehmen und auch die Unternehmer und Unternehmerinnen es, die, sagen wir mal, in unserem Peter Drucker Society, das ja auf so ein Lean Production Projekt, wenn man so will, zurückgeht, die PS auf die Straße zu bringen, haben wir damals am Anfang unserer Gründung gesagt. Ja, das wirklich Tolle, oder ich hätte fast Geile gesagt, sorry für diesen Begriff, ist daran, wenn Sie den Schwung des Aufbaus und eine Technologie haben, die sozusagen Paradigmen wechseln und diese Nähe durch den Unternehmer, die Unternehmerin vorgelebt haben, die auf die Baustellen gehen. Ja, noch wichtiger in diesem Geschäft ist, dass du weißt, ob deine Technologie in den Projekten wirklich so funktioniert, wie du es versprochen hast. In der Operation, also wenn man den Tunnel baut, weil die Projekte werden von der Öffentlichkeit finanziert und kein Bauunternehmen und kein Bauherr lässt sich sozusagen in der Öffentlichkeit blamieren. Also geht man echt immer in Linie mit dem Versprechen und am besten Fall würde ich jetzt heute sagen, immer dahin, wo die echte Quelle von solchen Informationen ist, und man lässt sich halt nicht durch Strukturen, Programme blenden und ist näher an der Wirklichkeit dran. Das wird, je größer das Unternehmen wird, immer schwieriger und auch die Rolle, die man neu definiert, weil man ja oft aus vorhandenen und selbstgeschaffenen Marktkategorien, Subkategorien in der Markenführung, ich bin Lieferant, ausbrechen muss, weil es dann auf Preiskriege hinausläuft oder Preiskämpfe. Und da immer wieder den Kopf aus der Schlinge rauszubekommen und das Unternehmen so agil zu halten, das ist die nächste Stufe von Entwicklung, Purpose, also Selbstverständnis und Anspruch, entsprechend der durch die Auftraggeber oder die Gesellschaft wird. Das ist demanding und wenn man da die richtigen Leute hat, macht es Spaß. Ja. Okay, habe ich verstanden. Also Strategie, purpose-getriebene Strategie ist sehr vielfältig, hängt sehr stark auch von der Situation ab und kann letztendlich durch die Vielfalt der verschiedenen Geschäftsmodelle auch sehr, sehr unterschiedlich Ja, und es aussehen. geht bis in Preisstrategien, also aus echte belastbare Rückmeldungen, wie stark ist mein Preis durch die Marke oder durch die Leadership-Positionierung. Also es ist nicht nur immer nett, über Purpose zu verhandeln im Unternehmen oder den Purpose zu heben oder zu liften, aber wenn das erlaubt wird im Unternehmertum, ist es super, weil Unternehmerinnen und Unternehmen das auch schon. Es gibt ja viele exzellente solche Marken in Baden-Württemberg. Ja, und dann verstehen es auch die Pförtnerinnen und der Und Hausmeister. genau da zurückzukommen, also wenn das Facility Management früher den Rasen halt immer besonders schön gemacht hat, wenn Besuch kommt oder Kunden kommen, das gehört vielleicht dazu, das ist ein kleines Ritual, würden die heute sagen, jetzt zeigen wir auch, dass wir umweltgerecht und umweltverantwortlich sind, dass wir nicht im Übermaß mit den Dingen rumhantieren oder das Facility Management erzählen kann, warum man jetzt unter ESG-Punkten sehr gut ist. Ja. Und das dem Kunden jetzt sagen würde und sagt, schau mal, erzähl es ihm. Dann kann ich auch noch eine kleine Anekdote kurz beisteuern mit drei Sätzen. Ich habe Sartorius auf Ihrer Liste gesehen, die sind ja auch bei den DAX-Unternehmen dabei. Und der Dr. Kreuzburg, den habe ich mal aber von seinem Team die Story gehört. Die haben da auch große Umbaumaßnahmen und sind ja da sehr stark auch in den Markt sehr erfolgreich rausgekommen. Und da hat Dr. Kreuzburg auch, da haben sie so umgebaut und haben sie so einen Teich dahin gelegt, auch eben zum Beispiel Nachhaltigkeit und so ein kleines ökologisches Eckchen vor dem Haupteingang der Zentrale. Und da ist er eben auch mit dem Gärtner, der die Pflanzen da installiert hat, hat am nächsten Tag Gummistiefel mitgebracht und ist natürlich vor versammelter Belegschaft mit Cool. in den Teich, um zu zeigen, wie Ja. wichtig es also auch ist. Das ist, glaube ich, so ein mittlerweile
eben überall auch sind solche Stories, glaube ich, die werden auch erzählt und der Hausmeister Ja. erzählt dem Pförtner, wow, hast du gesehen Ja. gestern? Deswegen sind so Robert Bosch und so, das sind dann die guten Avatare im Unternehmen, was sich in die Familien oder wenn sich dann von Familie weg entwickelt oder die Familie zu groß wird, so wichtig. Und würde ich auch immer empfehlen, dass man diese Gründerinnen und Gründer sozusagen und wie die vorgegangen sind in den guten dynamischen Jahren, dass man das nutzt für Purpose. Ja, okay, also narrative Storytelling sind wichtig. Jo. In, vorher hatte sich, war jemand mit einer Wortmeldung. Wir haben gerne noch die Gelegenheit, mit Ihnen direkt Fragen oder Anmerkungen auszutauschen. Wer hat die erste Anmerkung oder die erste Frage an unsere beiden Referenten? Vorhin war das der Herr Stahl, der kommt jetzt gerade zurück. Ich würde ganz gerne ein Thema einbringen, und zwar für mich ist die Frage, welche Rolle spielt die Führungskraft als Persönlichkeit? Denn ich sage mal, das, was ich jetzt gerade gehört habe, ist es so, oder ich habe mal gelernt, als Führungskraft bin ich kein Schauspieler, ich spiele keine Rolle. Und jetzt ist natürlich die Frage, die Situationen im Unternehmen sind sehr, sehr unterschiedlich. Kann eine Führungskraft das überhaupt leisten, was Sie gerade gesagt haben, Herr Kühn? Das war bei mir teilweise die Frage. Also wenn es immer auf eine Person am Ende zuläuft, dann ist es heute vermutlich problematisch. Wir müssen immer die Zyklen der Unternehmen sehen. Wenn sie gegründet werden, dann ist alles in der Regel sehr oft auf die Gründerin, den Gründer oder die Wegbereiter, die damit eingebunden ist. Zu später braucht man verschiedene Typen, glaube ich, die Diversität, die oft herbeizitiert wird. Wir brauchen die Leute, die in Prozessen sehr gut sind, in Struktur gut sind. Wir brauchen die Menschen und Manager und Leader im Unternehmen, die sozusagen auf der Kulturebene sehr glaubwürdig, vertrauenswürdig und transparent sind. Und wer das am Ende zusammen choreografiert und wie das zusammenkommt, das ist ja Top-Management und Leadership-Aufgabe per se. Die dann nicht ganz einfach ist. Nein. Das ist eine spannende Frage, weil die Frage tatsächlich auch oft gestellt wird, wie kann man mit so einem Zweck, Purpose, wie auch immer man das nennen möchte, glaubwürdig führen. Und tatsächlich ist Beobachtung, dass sich da viele doch auch relativ schwer mit tun. Weil das natürlich, wir haben vorhin über Transparenz geredet, wenn es um Strategie und Unternehmen geht oder so, aber es setzt auch im Führungsverständnis eine ganz andere Transparenz voraus. Ja? Also ich kann, wenn wir über Schauspielerei reden, natürlich soll ich jetzt nicht eine Rolle annehmen, die ich nicht glaubwürdig ausfüllen kann. Aber ich kann, wenn ich über Transparenz im Führen rede, mich auch nicht mehr hinter irgendetwas verstecken, sondern ich muss auch in meiner eigenen Führungsgeschichte vielleicht ein Stück weit glaubwürdig umgehen, auch zeigen, wo sind vielleicht auch Punkte gewesen in der eigenen Führungsentwicklung, die gut waren, vielleicht auch mal weniger gut, indem man auch gewachsen ist, die auch für die Mitarbeiter mit bestimmten Werten verknüpfbar sind. Ja? Also für was stehe ich als Führungskraft auch ein? Und das ist natürlich, glaube ich, wenn man mal so ein bisschen umschaut, wo sich der eine oder andere, glaube ich, leichter damit tut, manche tun sich damit schwerer und das ist, glaube ich, aber wenn man darüber redet, dass das erfolgreich funktionieren soll und auch vorangetrieben werden soll im Unternehmen, ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass Führungskräfte sich da auch weiterentwickeln in der Hinsicht. Von meiner Seite vielleicht auch noch eine Frage an Sie, Herr Aschermann. Sie haben in einer Ihrer Texte und auch eine These geschrieben, dass für die Führungsfrage bei dieser purpose-getriebenen Strategieentwicklung das sehr wichtig ist, eben dem Team auch nach innen jetzt die Freiräume zu geben. Zitat von Ihnen, also dass der Purpose auf der internen Ebene erforscht, erlebt und mitgestaltet werden kann. Was heißt das konkret? Mit welchen Beispielen würden Sie sagen, das kann man da zum Beispiel von diesen Beispielen lernen, wie die höhere, ja, das Level der Mitgestaltung erhöhen? Also wir haben vor 15, 20 Jahren eben bei dem Thema Toyota Lean Production eben gelernt und erfahren, dass, sagen wir mal, insbesondere bei der ständigen Verbesserung des Produktionsablaufs, die entscheidende Kennzahl ist, wie viele Verbesserungsvorschläge pro Mitarbeiterin pro Monat. Und da liegt Toyota Weltklasse bei einem pro Person. Das ist eine unglaubliche Menge, die man erstmal auch vom Management her bewältigen muss. Aber beim Purpose jetzt, wenn man so will, wenn die Frage des Mitgestaltens eine Rolle spielt und
und das Erleben und das Erforschen, dass es eben nicht nur vom Top-Management ausgeht, sondern eben auch, wie wir gesagt haben, im Shopfloor eine große Rolle spielt. Das ist ja, glaube ich, meines Erachtens hier an dem Punkt noch eine zentrale Frage, wie man eben den Kulturwandel wirklich Ja. von den Graswurzeln her. Welche Beispiele kennen Sie da oder sind Ihnen da, fallen Ihnen ein? Und welche belegen das auch, dass das funktioniert? Also ich glaube, es ist wichtig, das hat unterschiedliche Facetten, die Frage. Ich glaube, wichtig ist erstmal festzustellen, Purpose ist keine Religion fürs Unternehmen. Und ich glaube, man muss davon Abstand nehmen, dass man mit Purpose irgendjemand bekehren kann oder bekehren sollte im Unternehmen. Das ist ein Positionierungskonzept, das ist ein positiver Beitrag, den das Unternehmen aus seinem Geschäftsmodell heraus leistet. Und ich muss darunter aber auch dem Umstand einfach Rechnung tragen, dass Unternehmen immer auch ein Querschnitt der Bevölkerung sind. Und es muss nicht jeder irgendwie sozusagen 100% unter diesen Purpose passen und sich dem komplett unterordnen oder sozusagen da bekehrt werden. Darum geht es nicht am Ende des Tages. Und ich muss den Leuten trotzdem weiterhin ihre individuellen Freiheiten lassen. Und Sie sehen das ja, wenn Sie in die USA schauen, dort setzt ja mittlerweile auch eine Gegenbewegung ein. Da wird der woke Kapitalismus kritisiert, es wird ESG kritisiert und so weiter. Also das ist auch eine Bewegung, die kann man in beide Richtungen aufs Extrem treiben. Und wie immer gilt, dass die Extreme da, glaube ich, nicht besonders gut sind. Und ich glaube, das muss man vorweg einmal sagen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man den Mitarbeitern den Freiraum gibt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn der Bedarf da ist. Und dann ist das vor allem, glaube ich, auch eine kommunikative Leistung der Führungskräfte. Die Auseinandersetzung findet dann statt, wenn ich als Führungskraft den Purpose, die Werte selbst immer wieder zum Referenzpunkt meiner eigenen Handlung mache. Wenn ich darauf zurückkomme, ja, wenn ich sage, die Entscheidung, die begründe ich aus dem und dem Wert heraus, die hat so und so in der und der Hinsicht damit zu tun. Wenn ich das als Führungskraft hinkriege, ja, und da gilt die alte Regel, einmal ist keinmal, zweimal ist auch noch keinmal, Sie müssen das drei, vier, fünfmal machen und das immer wieder und wieder, damit das glaubwürdig wird und auch ankommt, dann gibt es die Chance, dass das dann auch in die Tiefe der Organisation hineinwirkt und da auch dann verarbeitet wird und Prozesse in Gang setzt. Also lead by example sozusagen. Lead by example, drüber reden, den Austausch auch ermöglichen, auch kritisch ermöglichen. Ne? Das ist also, ich glaube, kein Thema, wo man den Leuten die Meinung auch immer vordefinieren kann. Und da gibt es die unterschiedlichsten Beispiele. Also Sie können die Übung auch machen, dass Sie sagen, ne, wir haben den Unternehmenszweck an der Spitze, wir haben die Vision an der Spitze. Wie kriege ich das in die Tiefe der Organisation hinein? Sie können die Teamleads auch mal ermutigen, selbst im Prinzip diese Diskussion mit ihren Leuten zu führen und da auch auf Entdeckungsreisen in Führungszeichen zu gehen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze. Wichtig ist, dass eine Auseinandersetzung mit den Thematiken stattfindet, weil ansonsten geht es an der Tiefe der Organisation vorbei. Und dann haben sie am Ende nicht viel erreicht. Okay, ja, also vielleicht da auch noch mal die Anmerkung dazu. Ich selbst habe zwischen Abitur und Studium habe ich bei einem deutschen Automobilkonzern am Band gearbeitet, Lackierung und später auch durch die Projekte, unter anderem mit meinem Kollegen Hermann Doppler beim Daimler-Konzern eben auch uns mit moderner Produktion da wissenschaftlich ausgetauscht. Und wie faszinierend fand ich bei einer Reise nach zu Toyota eben diese Verbesserungsvorschlag oder dieses einerseits Lead by Example durch dieses Management bei Wandering Around, bei, sagen wir mal, solchen Exzellenz-Produktionsunternehmen. Einerseits, also das, der Vorstand oder auch der Unternehmer lässt sich an der Maschine sehen und der entschuldigt sich, wenn er mal eine Woche nicht vor Ort bei dem Shopfloor war. Das ist so ein Punkt. Und das andere ist aber auch die das Zulassen von Improvisation, was bei Purvis vielleicht ein bisschen dahergeholt zu sein scheint. Aber ich habe es bei Toyota gesehen. Was weiß ich, am Band bei mir in Deutschland habe ich als 19-Jähriger, 20-Jähriger, es war alles perfekt. Aber bei Toyota, diese perfekte Firma, da waren die Leute mit einem Joghurtbecher und einem Elefantenband, haben die da irgendwas improvisiert, um da irgendwie auf die Schnelle doch ihre Schraube, die noch der Prozess noch nicht so perfekt ist, da reinzustecken. Das durften die. Und das war eine dieser Verbesserungsvorschläge pro Mitarbeiter und Monat. Also sozusagen auch dieses Beispiel hat mir zumindest gezeigt, dass dieses Purpose ein Prozess ist. Es ist etwas, was wir als Gesamtorganisation bei der Veränderung der Gesellschaft, in den Weg wir gehen und letztendlich auch die Führungskräfte lernen. Bei Toyota war das so, haben wir mit den Leuten dort diskutiert, die sich mit ihren guten Ideen zurückhalten, um den Leute die Zeit zu geben, selber drauf zu kommen, zumindest können beide Varianten möglich sein. Also nicht nur die Führungskräfte haben die besten Ideen, halten sich zurück, sondern auch
Die Mitarbeitenden haben tolle Ideen und irgendwann mal geht es sogar so weit, die halten sich zurück, um mal zu gucken, ob die Führungskräfte das überhaupt schon verstanden haben, wie wir hier gut arbeiten. Gibt es noch eine Frage aus von Ihrer Seite, von unseren Gästen? Oder eine Ja. Anmerkung? Ja, Ich bitte. habe versucht, mich mit meiner Hand bemerkbar zu machen, hat aber wohl nicht funktioniert. Sorry, ja, ich habe nur einen ganz Macht kleinen Bildschirm. Sie sehen hier, da muss ich manchmal durchklicken und üben. nichts. Wir werfen, glaube ich, ganz viele Dinge durcheinander momentan. Und wenn wir uns mit dem Thema Purpose auseinandersetzen, fand den Ansatz von Herrn Aschermann sehr, sehr gut. Es dann auch zu fokussieren. Aber wenn ich jetzt in Lean Management und Lean Kulturen einsteige, wie bei Toyota, dann verlieren wir uns völlig in der Diskussion. Was ich vermeiden möchte, ist, dass wir bei der Purpose-Diskussion weggehen von der eigentlichen gesellschaftlichen Verantwortung, die dahinter liegt, und mehr reingehen in die interne organisatorische Abläufe der Firma. Für mich sind wir da an dem Punkt, dass wir die Verbindung zwischen Firma und Gesellschaft nehmen, wenn ich über Purpose diskutiere. Und das muss man einfach auch mal so stehen lassen, weil eine Firma in sich ist eine Gesellschaft, ja, aber die Gesellschaft außenrum. Und die fängt bei mir allein schon mal damit an, der Purpose. Ich habe es vorher in den Chat reingeschrieben, dass ich als Unternehmen einen Arbeitsplatz bietet. Damit zahlt mein Mitarbeiter oder ich, mein Mitarbeiter, wer auch immer, zahlen wir Sozialabgaben und unterstützen auf jeden Fall mal die Gesellschaft. Damit ist die erste Stufe des Purpose schon erreicht. Ja? Und das wird immer wegignoriert in den Diskussionen, dass jedes Unternehmen, das Mitarbeiter beschäftigt, ob es einer ist oder ob es Tausende sind, bereits einen Beitrag in der Gesellschaft leistet. Und den Aspekt, glaube ich, den sollten wir ganz, ganz wichtig mit reinnehmen, weil ansonsten verdiskutieren wir uns in Kleinteile und sind am eigentlich spannenden Thema, wie wird die Gesellschaft getragen, wer stützt eigentlich die Gesellschaft? Und das sind die Unternehmen, die Arbeitsplätze anbieten, die damit Produkte erzeugen, egal in welcher Form, ob Dienstleistungen oder handhabbare Produkte bereits nach vorne bringen. Und wir bewegen uns in der Diskussion gerade weit, weit weg von dem eigentlichen Purpose. Ja? Und das wollte ich einfach nur noch kurz einbremsen an der Stelle, so ich das kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Souchon. Sie haben vollkommen recht. Ich habe da mit meinem Beispiel weit in eine andere Richtung bewegt. Aber ich wollte eigentlich damit nur eine Frage stellen, unabhängig davon, diese Lean-Debatte da, die Tür da aufzutun, sondern eher in Richtung, dass wir die PS des Purpose auf die Straße bringen. Also genau eben, dass der Hausmeister wenn die These von Herrn Aschermann ist, dass also auch auf der gesamten unternehmenskulturellen Ebene es um das Erforschen, Erleben und Mitgestalten geht, wie funktioniert das, dass sozusagen genau diese Frage zwischen die Rolle der Organisation, des Unternehmens und der Gesellschaft, dass wir auch dort das Team, den Shopfloor und alle Leute da beteiligen. Das war eigentlich der Punkt. Und das am Band ist sicherlich natürlich auch, kann man ganz konkret überlegen, wie dort die Praxis dann aussehen könnte. Haben Sie eine Idee zum Herr Kühn, wie sozusagen dieses Erforschen, Erleben, Mitgestalten des Purpose, also die Frage des Gemeinwohls, der sozialen Grundlagen dessen, wenn wir über Purpose sprechen, im Hinblick auf die Gesellschaft, wie das auf diesen unteren Ebenen unserer Organisation auch mitgestaltet werden kann. Das war eigentlich meine Frage, die schon im Kern unseres Purpose-Diskussion dazugehört. Im Grunde genommen finde ich das an der Stelle dann interessant, wenn sozusagen wir in den hierarchiefreien Raum und die hierarchiefreie Zuwendung durch das Management und die Top-Entitäten im Unternehmen mit den sogenannten unteren Schichten eines Unternehmens. Wir haben ja alle in unseren Räumen immer Plätze, wo wir nicht hinschauen und gar nicht verstehen, warum unser Unternehmen funktioniert, wenn diese Menschen nicht funktionieren. Also Purpose hat für mich auch die Aufgabe, wenn jemand wirklich blöde Routinearbeit machen muss und nie wahrgenommen wird,
dass diese Personen spüren, das sind im Unternehmen verantwortliche Menschen, die mit denen ganz normal darüber reden und ihnen erklären, wie wichtig es ist, dass sie ihre Arbeiten machen. Und da geht es eben über dieses, wir bieten als Unternehmer einen Arbeitsraum, einen Arbeitsplatz an, hinaus, weil wir wissen aus der Kognitionsforschung, aus der Psychologie, dass die Zeit, die wir in der Arbeit verbringen und den Purpose, den Sinn und Zweck, den wir dort erleben, wahnsinnig wichtig für die Kultur und die Gesundheit des Kultur, der Gemeinschaft ist. Das spiegelt sich dann in die Gesellschaft raus. Wenn ich was Gutes tue, was sozial Gutes, was über mein Gewinnmaximierung hinausgeht. Auch dieses Wort ist so schrecklich altmodisch. Also wenn ich sozusagen das Unternehmen etwas sozial Gutes tut, was vielleicht gar nicht mit dem eigentlichen Purpose des Unternehmens in Verbindung steht, großartig. Also darüber kann man auch reden. Das kann man auch zeigen und erklären. Nicht immer so unter, ich hasse diese ganzen Marketing- und PR-Begriffe dann an der Stelle, und sagen, was ist da echt dran und warum macht ein Unternehmen etwas, weil der beste Gegenmittel gegen Gier ist ja Großzügigkeit und Generosität. Und wenn man das im Unternehmen praktikabel ganz einfach zeigt, dass das dort passiert und stattfindet und eben diesen ganzen vielen Leuten in irgendwelchen Bereichen erklärt, dass deren Arbeit, auch wenn sie stupide ist, dem Purpose des Unternehmens oder dem höheren Zweck des Unternehmens dient und sich jemand dafür Zeit nimmt, großartig. Sollte aber jetzt keine Sonntagsrede oder Kirchenpredigt sein. Also wenn das einfach so kommt, passiert. Vielen Dank für das erste Schlusswort. Herr Aschermann, Sie dürfen die letzte Minute, die wir schon überzogen haben, aber auch noch für ein Schlusswort bekommen. Und gerade nochmal das, was wir jetzt ein bisschen mehr sozusagen von der Strategie eben auch in die praktische Umsetzung hin im Hinblick auf die Tiefe der eigenen Organisation anbelangt, gerade noch zum Schluss nochmal den Bogen zu der Anfangsfrage stellen, vielleicht mit Ihrer Schlussminute. Purpose-getriebene Strategieentwicklung, wie lässt sie sich in 5 Sätzen erklären, wie sie erfolgreich ist? Ja, also ich schließe mich dem gerne auch hier von Herrn Kühn an. Ich glaube, wichtig ist es, den Leuten Freiraum zu lassen, erstmal auch den Mitarbeitern. Es muss nicht jeder Job irgendwie mit Sinn überladen sein. Ich glaube, das ist wichtig, da erstmal die Realität auch zur Kenntnis zu nehmen. Manche Leute wollen einfach nur Geld verdienen. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, wenn man den Purpose intern sozusagen aktivieren will, hat man schon mal die halben Miete auch in der Tasche. Wichtig ist es dann trotzdem auch zu gucken, wie man die Mitarbeiter in der Breite erreichen kann und da auch Sinn stiften kann, aber nicht nur Sinn stiften kann, sondern eben auch die Wertschätzung vermitteln kann. Wie kann man das jetzt zum Erfolg führen? Ich glaube, ganz wichtig ist es, sich seiner eigenen Schwachpunkte einfach bewusst sein. Das Thema Glaubwürdigkeit ist A und O. Wenn man da viel rein investiert, und da wird viel rein investiert in dieses Thema, in die Strategieentwicklung, purpose-getriebene Strategieentwicklung, dann sollte man sicherstellen, dass einem das nicht auf die Füße fällt. Oder man muss wissen, wo muss sich das Unternehmen strecken und auch weiterentwickeln, um da glaubwürdig zu sein in der Zukunft. Ich glaube, ganz wichtig ist es, festzustellen oder auch zu wissen, dass es nicht damit getan ist, sich ein schönes Statement zuzulegen. Ich glaube, das ist ein Punkt, den Herr Kühn vorhin auch betont hatte. Wir sehen das, und auch das hat man mal untersucht, wir sind momentan in so einer Phase, ich hatte es ja auch gesagt, wo sich 70% der Unternehmen einen Purpose zugelegt haben, den kommunizieren, sich in irgendeiner Form damit schmücken oder auch positionieren. Wir sind aber, wenn wir weiterdenken, wie wird er aktiviert, wie wird er gelebt und auch eine Strategie verankert, da sind wir noch im Prinzip am Anfang auch, ja. Und wir sehen im Prinzip in vielen Unternehmen, dass da die eigentliche Arbeit erst beginnt. Ja, so ein Marketingkonzept, ein Statement, das hat man sich schnell ausgedacht. Aber das mit Leben zu füllen, glaubwürdig rauszubringen, da beginnt die eigentliche Herkulesarbeit erst. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass man dran bleibt. Ja, das ist kein Thema, was ich am Anfang des Jahres aufsetze und am Ende des Jahres in einer schönen Präsentation Haken dran setzen kann und sagen kann, delivered sozusagen, sondern das ist ein Thema, was ich langfristig denken muss und wo ich auch nicht in Quartalsberichten unbedingt denken kann, sondern wo es sich auszahlt, am Ball zu bleiben und dann lassen sich die positiven Effekte da auch nachvollziehen. Ich glaube, wenn man das in Gänze berücksichtigt, dann versteht man auch, wo die Herausforderungen vielleicht für die börsengelisteten Unternehmen liegen. Ja, die vielleicht auch ein Stück weit kurzweiliger getrieben sind, wo es auch vielleicht an der einen oder anderen Ecke schiefgehen kann. Aber das in der Summe sind, glaube ich, so 3 Aspekte, die da enorm erfolgsentscheidend sind am Ende des Tages.
Okay, vielen herzlichen Dank an Herrn Aschermann, an Herrn Kühn. Danke Ihnen auch. Wir bedanken Super. uns auch bei Ihnen, unseren Gästen, für die wahnsinnig interessante Chat-Diskussion und auch für Ihre Fragen und dabei sein. Also herzlichen Dank. Ich habe eine Menge gelernt.